die man so anlegen muss, ne? Meeting verlassen. Dieses Meeting wird per Livestream übertragen. Was ist Meeting jetzt? Nee, einverstanden, muss ich mich erklären. Ja, ich bin dann nur, bei mir stand nur verstanden. Ja, haben Sie es auch verstanden? Ja. Ich habe das jetzt einfach mal Abenteuerforschung gemacht. Bitte? So, richtig. Wird das, du musst jetzt immer ganz viel trinken, sonst fällt es auf. Das wird wahrscheinlich so. Das wird wahrscheinlich so protokolliert, dieser Klick, ne, dass wir zugestimmt haben, damit man später auch nachweisen können, wenn wir hier jemanden verklagen, dass es illegal online gegangen ist, live, im Livestream, dass du dann sagen kannst, nee, hier ist dein Klick. Hast du geklickt, Matthias? Nee, das weiß man ja dadurch, weil diese Routine da ja bei so zum Standard wird. So. Mann, ich vermisse mein Setting. Dein Smart Setting? Ja. Das Smart Setting ist ja hier. Wieso? Du hast zu Hause da auch. Ja, genau, da habe ich auch ein Smart Setting. Wuppertal. Oh, jetzt also, sehe ich schon wieder das Salz von Andreas und ich bin so und scharf, echt. Super. Und ich bin so gespannt auf das, was bei dir in der Zwischenzeit. Ich hatte jetzt diesen Film ja nochmal angeguckt, den hatte ich auf dem Handy und dann habe ich da so gesessen, habe gedacht, Wahnsinn, was jetzt sozusagen nach Wochen wird da wohl passiert sein. Naja, das wird schon ich spannend. Ich auch, ich bin total, also jetzt seit bestimmt 5 Wochen wächst das ja so umeinander, ohne beachtet zu werden. Ja, wer weiß, also es kann ja alles möglich sein, es kann auch so. Auch noch aufgezeichnet. Um Gottes Willen. Okay, jetzt sind wir aber volle Kanne ausgesetzt. Jetzt was? Steht aber stoppt. Jetzt ist es gestoppt, das Recording. Wenn alle Knöpfe ausprobiert haben. Nee, ich habe mal ausprobiert, was passiert, wenn ich dieses Fenster mit verstanden oder abbrechen, wenn ich da einfach oben das Häkchen wegklicke und da ist ja alles abgeschmiert. So. Ich denke, Scheiße, jetzt habe ich den. Ich dachte, ich habe den Livestream irgendwie abgeschaltet, aber war wohl nicht. Interessant, das habe ich auch noch nicht gewusst. Das würde dann praktisch weiterlaufen, ohne dass ich drin bin. Ne? Ich habe aber keinen zum Host gemacht. Verstehst du? Das gehört ja jetzt so in diesem Bereich Kunst als Forschung schon. Ne? Ja. Irgendwie, das ist so, mal gucken, was passiert, wenn ich auf diesen Knopf drücke. Da macht man doch nichts anderes, oder? Also wenn man so, es sei denn, ich weiß jetzt nicht, wenn Arik hochkonzentriert irgend so eine Frau da mal so ein Bild, ist das keine Forschung mehr, oder? Keine Ahnung. Also Birgit ist da ja die Fachfrau zu, ne? Die hat so ein ganzes Buch gelesen. Kunst als Forschung. Mehrere Bücher sogar. Das ist ja toll. Dann, ich höre gern zu. Aber ich sehe heute genauso unscharf wie der Hintergrund. Du siehst so unscharf wie der Hintergrund. So. Ich sehe euch alle gar nicht, ey. Ich weiß nicht, ich probiere es mal ohne Brille. Nee, sehe ich noch weniger. Also iPad? Ich heute gar nichts. Je schärfer der Denker, desto unschärfer die Brille. Du bist am iPad, oder was? Ja. Naja. Ja, und das ist, ich musste jetzt so ein komisches freies Netz wählen. Ich weiß nicht, wie lange das hält und wie das funktioniert. Keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass es jetzt hier so geht, aber es läuft ja, ne? Ja. Man muss ja keine Angst haben. Also ich habe mir sogar ein Eingangsritual für heute ausgedacht. Was? Das ist ja da kein Ritual. Ja, alles Ritual dann nur, ist immer wieder. Erst muss man, genau, also ich meine, da ich es immer wieder mache, also. Weil es immer wieder gemacht werden muss, weil es sonst nicht weitergeht. Aber heute, dann hier, und zwar sind hier die beiden Kartoffeln, die ich da in der Schale habe, die sind ausgetrocknet.
und da müsste jetzt Wasser nachgefüllt werden. Und da habe ich gedacht, das mache ich mal live. Ah, einmal so richtig Wasser dazu. Du führst jetzt ein neues Ritual ein, sozusagen. Und das kann dann wieder von der Bildfläche verschwinden, weil es dann ja sowieso weiter gemacht wird. Also das heißt, es wird immer wieder nachgefüllt. Aber heute von 0 auf 100, weil ich es also habe vollständig austrocknen lassen. Man sieht sogar, dass da so was von abgeplatzt ist, was so um den Teller, unter den Teller gekrochen ist. Da sind Teile abgeplatzt. Und das kann ich gleich mal machen. Aber erstmal, glaube ich, müssen wir noch sagen, dass der Ed Fischblock, ne, Lars Fischer, nicht kommen konnte. Warum nicht? Ja, schade. Der hat irgendwie einen Notfall gehabt. Kleinen, aber er sagt, er guckt, dass er ein andermal gerne kommt. Mhm. Dann wird es wahrscheinlich dann, also zu dem Zeitpunkt würde ich gerne noch mal mit dem Salz kriechen kommen, weil dann wäre ja mit dem Lars jemand da, der da auch bestimmte Vorstellungen zurechtrücken oder pushen oder neu ansetzen oder so weiter kann. Das würde mich schon dann sehr interessieren. Ja. Könnte man dann vielleicht machen. Und ich habe noch eine Idee gekriegt, die auch noch vielleicht entschieden werden kann im Laufe des Abends. Und zwar die Bernadette Grave, die ist dabei, einen Text zu schreiben, Arbeitstitel Annäherung an Supervision im Netz, also über Zoom und so. Und da ist sie dabei, so ganz fein drüber nachzudenken, was sieht man gegenseitig, wie ist das, wie kommen Körpergefühle nicht doch über, wie machen. Und dann habe ich gedacht, da wir ja hier alle Erfahrung haben, dass wir dann also sie vielleicht einfach mal einladen und dann über Teile des Textes oder ihre Vorstellung oder so weiter dann mal diskutieren oder sprechen können, Erfahrungen ansammeln und so weiter. Weil das die Unterhaltung, die ich mit ihr bisher hatte, die waren ziemlich interessant. Und da solche Sachen ja auch schon durch Zirkumvexer auch schon da gewesen sind und es eben dabei nicht um Therapie an sich, sondern das Nachdenken über die Möglichkeit von tiefer gehenden Internetkontakten. Wie ist das? Also ich hatte zum Beispiel mit Filterraum gesagt, es kommen aber oft schon solche Momente über, dass man denkt, man ist beieinander und dann sagte er, ja, aber du hast gerade Bildschirm geteilt, nicht? Also dann war so wieder so die ganze Illusion war dann weg. Naja, das könnte man vielleicht dann nochmal überlegen. Ansonsten bin ich auch dafür zu sagen, dieses Kunst als Forschung oder meinetwegen auch Kunsttalk als Forschung oder irgendwie sowas, dass man das heute einfach mal so. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass das jetzt zum Beispiel ganz schnell so die Idee aufkam, dass wir ja jetzt keinen Chemieunterricht hier abhalten wollen, nur weil man irgendwie mit chemischen Prozessen zu tun hat. Ich meine, das hat man ja in der Kunst, das hat man ja in der Kunst sowieso. Da kannst du ja alles Mögliche immer bis ins wissenschaftlich, was ich wohin treiben. Ja, klar, nein. Ich habe außerdem alles, was ich so im Laufe der Zeit mir jetzt nochmal zu Gemüte geführt habe, ich auch schon gleich wieder vergessen. Und was dann nochmal so hochkommen würde, wäre Zufall, sozusagen situativ bedingt. Ja, der ist ja in der Forschung auch ein ganz wichtiger Faktor. Ne? Zufall. Ja, Zufall und die Ordnung der Wildnis. Mhm. Mhm. Da hat ja auch der Andreas so einen ganz tollen Link verschickt zu dieser Christiane Löhr. Die arbeitet ja auch mal mit der Ordnung der Wildnis und das finde ich ganz spannend. Guck mal so. Das ist so witzig mit dieser Ordnung der Wildnis wieder, der Agirre in Agirre und der Zorn Gottes da sozusagen den Fluss runtertreibt, einem bösen Ende entgegen und in so einer Wahnsinnsgeste, nicht? Also alle Länder rechts vom Fluss und alle Länder links vom Fluss so
einfach mal so usurpiert, nicht? Also werden hier mit der der Krone, den Ländern der Krone einverleibt und wird dann eben notiert als Dokument und ist damit rechtskräftig. Und die Arminius, wissen nicht, in welcher Gefahr sie schweben. Aber andererseits weiß diese Gesellschaft auf dem Floß eben auch nicht, in welcher Gefahr sie schwebt, nicht wirklich. Und dass sie diesmal verlieren. Und so ist ja dieses Ordnung der Wildnis ist ja meistens einfach nur abstrakt, ne, erst abstraktes Ergreifen, nicht, wo man so sagt. Meins. Das sehe ich jetzt nicht ganz so, weil klar, kannst das immer alles abstrahieren und abstrakt betrachten. Aber so wie ich die Christiane Löhr verstanden habe, knüpft sie so an dieses Art Pover an, also dieses oder Art Povere, an diese italienische Richtung, wo es wirklich um das konkrete Material geht, also das alltägliche konkrete Material, was jeder kennt. Also jeder kennt einen Löwenzahnsamen, jeder kennt ein Blatt, jeder kennt Salz. Und da versucht sie, neue Zugänge zu schaffen und neue Ordnungsprinzipien. Und das finde ich spannend. Und das habe ich auch noch mal gedacht, finde ich spannend zu den Salzgriechen, weil mich interessiert, dass mit diesem, also das kursierte ja so ein bisschen mit dem, wir könnten ja mal mit Chemikern sprechen und so, wo ich einfach gedacht habe, nee, diese abstrakten oder theoretischen Erklärungen zu den Salzgriechen, die interessieren mich im Moment, also mich persönlich gar nicht so, sondern ich würde da eher so ganz andere neue Herangehensweisen sehr interessant finden und andere Ordnungsprinzipien oder Muster. Ja, ich finde es witzig, wenn man sozusagen diese, ich arbeite dann ja gerne also dann aus dem, was ich da erfahre, auch in Metaphern hinein und mache mir mehr oder weniger kosmische oder mehr oder weniger konkrete lebenspraktische Gedankengänge. Und das jetzt sozusagen so zu verknüpfen mit dem, was man da eben auch zu wissen kann. Nicht, dass so sich in diesem Zwischenbereich zu bewegen, wo der Naturwissenschaftler, der sich sonst in Formeln und Mathematiken ausdrückt, jetzt auf einmal genötigt ist, sich nicht nur sich selber gegenüber, sondern auch also einer Öffentlichkeit gegenüber zu erklären und dann dafür die entsprechende Sprache zu finden, die ja in seiner Forschung erstmal gar nicht so angelegt ist oder sehr, sehr fachspezifisch. Und dieser Raum, der da beginnt und dann eben bei dem Zugriff all der neugierigen Laien und Amateure und anderer Fachkollegen und Leuten, die dann Fernsehen gucken, da geht das ja in deren Köpfen geht das ja dann also ganz anders ab, ne? Und wird also meinetwegen, dann wird eben in einer Beziehung ein schwarzes Loch kreiert oder so. Also solche Sachen, also das ist dann, wird dann eben anders, verwandelt sich und wird auf eine ganz andere Weise Bestandteil des gesellschaftlichen oder auch der künstlerischen Fantasie meinetwegen und so. Aber bei der Frau finde ich, weißt du, dass sie angefangen hat mit Pferden, damit das die, genau, Pferde gespiegelt hat, mit Pferdehaaren und den Kletten, die gewonnen. Da drin. Sie hat ein Pferd gewonnen. Ja, das fand ich total. Eine Stute sogar, und die war sogar trächtig, und dann hat sie sogar zwei Pferde, und sie hat dann angefangen, genau, mit diesem Pferdehaar. Das Pferdehaar hat sie verarbeitet und geflochten und so weiter. Und mittlerweile hat sie ich glaube, sie kommt aus Köln und hat mittlerweile auch in der Toskana eine, wie nennt man das denn, einen Aufenthaltsort. Und in Italien macht sie auch wohl sehr viel. Dort sammelt sie, oder dann habe ich irgendwo diesen Bericht darüber gehört, wie sie zigtausende, also wirklich tausende, abertausende Disteln gesammelt hat und die Samen daraus gelöst hat, aus diesen Distelkapseln. Und die werden so zu zusammengesteckt zu ganzen Körpern. Also die sehen dann wieder aus, wie wären das so Kalottenmodelle von in der Chemie, nicht? Also wo dann eben auch so seltsame Rundkörper zusammengesteckt sind, und dann hat sie da so
die auf Tischen und so, also soweit ich habe mal kurz auf die Webseite geguckt. Also es sieht unheimlich schön aus. Also das ist eben italienische Arte Povera, die hat immer so diesen Hang zu starken Ästhetisierungen, Pinone zum Beispiel, nicht? Also das ist alles sehr schön, das ist alles dieses Töpferrot und Lehmgelb und diese Bäume, die dann seziert sind und ganz sorgfältig aber und so, also da ist sehr viel ganz hohe Ästhetik und das ist bei ihr, glaube ich, aber auch so. Wie wird denn da die Wildnis begrifflich irgendwie verstanden, in Abgrenzung zu was? Zur Kultur oder was? Was ist da Wildnis? Oder ist das einfach ein anderes Wort, wenn ein anderer sagt, er geht in die Natur raus? Also ist halt, er geht genau, in die Wildnis. Nicht weiter, ist jetzt nicht weiter. Na, nicht vom Menschen beeinflusst ist Wildnis dann sozusagen. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, die hat auch in so einem wilden Haus ausgestellt. Das hieß dann einfach so. Mhm. Ob das wirklich, ich habe da jetzt nichts weiter zu der Wildnis gefunden. Manche Sachen werden ja auch einfach so benannt. Ja, zum Beispiel ja. Wildboden. Mhm. Ja, ist so eine Region auch einfach Wildboden. Und da sieht auch nicht anders aus als andere. Also Wildnisbrache Garten. Oder Wildnisbrache Feldgarten. Mhm. So, also da braucht man dieses mit der Natur gar nicht so zu spezifizieren. Man kann auch dann sagen, Garten, Gewächshaus und Hydrokultur. Irgendwie so, nicht? Dann kann man bis hinein in also völlig in völlig technische Umgebung und wahrscheinlich von dort aus auch noch weiter kann man das dann fortsetzen. Ohne dass man je sozusagen dieses Zivilisation, Natur, Kultur bemühen müsste. Nicht? Also man kann dann einfach bei den Erscheinungen und Wildnis ist eben auf dieser Erde also theoretisch überhaupt nicht mehr möglich. Nicht? Also praktisch gibt es eine ganze Menge Areale, die irgendwie doch in Ruhe gelassen sind. Aber über die Stäube und über das Wetter und über die ganze Chemie der Atmosphäre und was nicht alles sind, dadurch, dass Plastik überall ist und so, kann man eigentlich von Wildnis in dem Sinne von Unberührtheit durch menschliche Anwesenheit kann man, also wir können das nicht mehr sagen. Nicht? Also dann wäre eine Höhle, ja. Entschuldigung. Vielleicht bilden sich ja auf dem Meeresgrund durch besondere chemische Prozesse bald aus dem Mikroplastik bilden sich so Mikroplastiken. Das ist genau. Ja, das ist ja auch bei der Plastik riechen. Ja, das ist ja bei ihr auch so, dass sie ihre Arbeiten extra Skulpturen nennt, obwohl Plastik keine Skulpturen sind, sondern eigentlich Plastiken, aber sie das Skulpturen nennt, weil der Begriff der Plastik einfach so im, das assoziiert immer Plastik und das möchte sie nicht, deshalb nennt sie ihre Installation bewusst Skulpturen, weil sie benutzt die Dinge, die sie so alltäglich findet oder wenn sie halt in so eine Brache geht, die sie dort aufstöbert. Und ich finde, das passt gut zu dem Salzteller, den Andreas da aufgestellt hat. Ich nenne das jetzt mal so, diese Schale mit diesen zwei Kartoffeln. Ich finde das ja ein bisschen übertrieben, ne? Aus meiner Sicht. Ich meine, normalerweise reicht ja so eine kleine Prise Salz an der Kartoffel und er lässt dann gleich alles überwuchern. Also, und ich weiß nicht, dieser Überfluss oder dieses Unkontrollierte, das hat bestimmt ein bisschen was mit Wildnis zu tun. Also es einfach mal so passieren lassen, geschehen lassen, ja. Selbst organisieren lassen. Es hat bestimmt irgendeine Struktur. Und diese Struktur oder dieses Ordnungsprinzip, das könnte man bestimmt auch in einer gewissen Art und Weise bestimmen oder stärker analysieren. Aber Andreas gibt sich nie mit einer Prise Salz zufrieden. Der lässt alles gleich im Salz aufgehen.
Ich stehe ja immer noch ein bisschen auf dem Kriegsfuß mit deinem Anker. Also mit diesem Anker habe ich echt ein Problem, glaube ich. Kriege ich auch ein richtiges Problem. Auch jetzt es doch ist doch nicht sein Anker, das hatten wir schon festgestellt. Ja. Das ist eine Auftrags- ja, das haben wir schon festgestellt, aber trotzdem. Aber er postet den immer wieder. Und dann ich finde den auch immer besser. Zwei Erklärungen, genau. Weshalb und wieso und warum er diesen Anker hergestellt hat. Und irgendwie, er identifiziert sich doch stark mit diesem Ankermotiv. Er ist für die Frau, er war für die Frau, ist für die Frau gedacht. Für den Fischers Frau. Für einen verlorenen Anker im, Elternhaus steckt da irgendwie hinter. Aber die, also erstens, ich finde dieses Einsalzen als Konservierungsmöglichkeit, dann Draußenbleiben von dem Salz, also ich kann mir vorstellen, dass also das Salz Feuchtigkeit raussaugt, selber aber draußen bleibt, wie das so Salzkrusten auch beim Backen machen. Und so, das finde ich also schon spannend. Und es bleibt, ich glaube, bei beiden Kartoffeln ist so ein Loch geblieben, dass sich also trotzdem, dass so stark überwuchert wird, schließt sich das nicht. Also das das sieht man so ein bisschen, wenn man dann, da ist so ein schwarzer Punkt. Und dann die anderen beiden schwarzen Punkte sind Fliegen, die da sich irgendwie verfangen haben und dann gestorben sind auf dem Teller. Aber bei den Kartoffeln, das ist so ein Loch. Und ich glaube, das ist da entstanden, wo die Keime waren. Die Keime sind ganz schnell verschwunden. Und stattdessen ist so dieses Loch und da bildet sich so richtig so eine seltsame Öffnungsschicht drüber. Also es muss gleich mal gucken, ich erfinde bestimmt ein Foto, wo das genauer drauf zu sehen ist. Und das mit der Wildnis sehe ich auch so. Das ist, weil jetzt sozusagen ist ja ein schöner Kreis und das ist alles nach Regeln erzeugt worden. Also das Verfahren ist klar und es hat alles so seine Ordnung und trotzdem ist es eben so, dass also man diese schneeige Fläche eben, wenn man sie genau anguckt, ist eben jeder Punkt davon individuell gesetzt und immer und man weiß nicht, wie es sich an der Stelle weiterentwickeln wird. Man weiß es nur so ungefähr, aber nicht konkret, nicht genau. Und das finde ich also zum Beispiel ganz spannend, nicht? Auch dann entsprechend diese innige Verbindung mit den Außenwirkungen aus der Umgebung heraus, nicht? Und Könnte man gleich mal gucken, ob es Salzwachsexperimente im Schwerelosen gibt, im Weltraum. Ja, weil hier ist ja die Unruhe, die ja so entsteht, hätte man ja den Eindruck, durch die Temperaturunterschiede ringsrum, durch Wind und was ich was alles, ne? So alles, was so wirken kann. Und wenn du das aber im Schwerelosen machen würdest und so das da so wachsen lassen würdest. Wieso gibt es im schwerelosen Raum keinen Wind? Ja, man würde das ja, also im Raumschiff, muss es ja, wenn man es austrocknen lassen will, weiß ich nicht, man außenrum könnte man natürlich gucken, ob man mit Vakuum was macht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so Kristallwachsgeschichten gibt es ja definitiv auf den Raumschiffen sind gemacht worden. Ja. Also gerade um zu gucken, ob man möglichst reine Kristalle, ne? Das ist ja, das wäre ja so. Das, was hier jetzt vielleicht ziemlich uninteressant wäre, wenn der einen großen, stell mal vor, man würde das, was wir als, hier keine Chemiediskussion oder was auch immer, Physik, im Sinne von dieses Molekülgitter, wenn du bei jedem Salzwachsen am Ende einfach nur so einen eckigen Würfel, das wäre ja total langweilig. Und das ist aber das, was man im Raumschiff dann wahrscheinlich eher haben wollte. Haben könnte, ne? Ja. Also es gibt, vielleicht wird man also eher Bedingungen herausfinden, die, die sozusagen dieses reine Wachstum, also den reinen Kristall erzeugen. Aber wenn man dieses hier erzeugt, dann sozusagen verstehend einzugreifen, das kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich schwer ist, dann zu sagen, hier möchte ich jetzt aber begreifen, warum an welcher Stelle was passiert.
Nicht? Also sozusagen vorwegnehmen. So, jetzt habe ich den Boden. Fütterung. Was heißt die Fütterung? Ich weiß nicht, ob man das überhaupt jetzt gesehen hat. Ja, also es ist relativ hell, aber so der Vorgang an sich ist nicht nur zu erahnen gewesen. Gleich links daneben steht deine Fütterung, ne? Ein bisschen. Ja, ne, hier ist jetzt auch noch die Zuckergeschichte. Ah. Die habe ich ja letztens einmal kurz vorgezeigt. Was wird denn jetzt gesehen? Das ist jetzt alles so, das ist jetzt so ein bisschen so schwerelos, ne? Das ist jetzt plötzlich, ist es so am Schwanken und Schaukeln. Oh. War es jetzt ausgemacht? Irgendwas war, aber. Ja. Ach, Scheiße. Keine Ahnung, was. Nee, was auch immer. Du bist noch zu sehen. Ja, ich ja, aber das. Aber die Salzkartoffeln nicht mehr. Ja. Ich muss das neu verbinden. Wisst ihr, das ist so diese ganze, das ist zum Beispiel mit Technik. Ne? Sollen sie ein Meeting-ID wieder haben? 2050, wenn wir mit dem Plaste so weitermachen, ist mehr Plaste im Meer als Fisch. Ja, habe ich irgendwo auch gelesen. Und das mit der Plastik, da würde ich dann eben statt Plastik, Plaste und Elaste sagen. Hm. Also das finde ich total, den Begriff finde ich so genial. Das ist so viel weiter und besser als dieses andere, unser Plastik hier. Kunststoff sagt man eigentlich sonst als Hauptkategorie. Kategorisch. Da wäre jetzt die Nadine interessant, weil die hat ja da so eine Arbeit gemacht zu Plastik und die hat ja auch ein etwas anderes Verhältnis zu der Thematik. Ja, die sagt zum Beispiel, wo ist die eigentlich heute? Die habe ich eingeladen, sie hat geschrieben, dass wir uns vielleicht dann sehen, aber sie hat nicht gesagt, dass sie auf jeden Fall kommt. Okay. Ja, guck, du weißt ja über ihre Arbeit da oder was, Andreas. Sie hat das ja letztes Mal erklärt. Ne? Ja, sie hat eine große Wandarbeit gemacht, wo sie diese Materialien, also diese Abfallmaterialien, glaube ich, oder Plastik auf jeden Fall mitverwendet hat. Und beim, müsst ihr mich, glaube ich, irgendwie aufnehmen oder wie geht das jetzt? Ja, habe ich gemacht. Und? Guck mal, bei mir ist im Hintergrund zu sehen, das ist nach dem Regen. Ja. Ich weiß nicht genau, Santo Domingo. Und da wird dann aus den Wäldern, Urwäldern, wird das ganze Plaste da in den Fluss gespült. Und dann geht das in Richtung Meer. Wird da langsam kleiner durch die Sonne und so weiter. Und der Film geht. Sieht ja fast aus wie Salz, ne? Der Film geht 2 Minuten. Das die ganze Zeit, nur Plaste. Nur Abfall. Das ist wie noch in den 80er Jahren die Wupper. Ne? Die hat im Sommer so gestunken, du konntest es nicht aushalten. Die haben ja da alles von der Industrie einfach reingekippt. Ne? Wenn das heute sehen würdest, würdest du auch denken, was ist denn das? Wir hatten hier, ich bin ja hier Schweriner See, so zweitgrößter, drittgrößter See im Osten oder überhaupt, ich glaube, ne, nach Müritz und so weiter. Und da war auch, kann ich noch angeln, ne? Weiß ich, Anfang der 80er konnte man da noch, da bist du rausgefahren und wusstest, Abendbrot ist gesichert, ne? Und wenn es gut lief, hast du einen ganzen 5-Liter-Eimer voll Fisch gehabt, irgendwie Barsch und alles Mögliche. Also auf Barsch waren wir natürlich am meisten aus. So. Und aber. Der hat aber viel Gräbenbarsch. Ja, wir haben auch relativ kleine geangelt. Ja. Die konnte man als Ganzes essen. Die wurden dann ganz scharf angebraten, sodass sie total knusprig waren. Das ist dann so eher so, sag ich mal, also so klein und die konntest du mit Gräben dann weg essen. So frittiert eher. Aber was ich so Ende der 80er, so da war da in dem See, ja, war nicht mehr so viel zu angeln. Sehr schade.
Warum? Ja. Weil sie es weggefischt haben oder weil da verseucht? Ich glaube, da kommt so einiges zusammen, aber es war halt auch wirklich, gab dann auch so Sachen, wo diese Vorgänge mehr waren, so mit Algen und so, Blaualgen und das so Jahre gab, ne, wo dann auch gar nicht gebadet werden konnte und. Ja. Und ja, und dann würde ich auch sagen, wirklich die Einleitung von Gülle und ne, die ganzen, weil rings um den Schweriner See ist auch so Felder, ne, die bestellt wurden und die, das geht, wir haben ein bisschen steil und da fließt da alles, floss da alles rein. Das im Osten wurde halt unheimlich viel mit, also es war wirklich, wir hatten den, das war eigentlich witzig, wir haben in so einem Neubaublock gewohnt, 36er hieß der, weil da 36 Wohnungen drin waren. Und davor war im Prinzip der Gulli. Also wo dann, ne, also weiß ich, 50 Meter, nee, 30 Meter, 40 Meter vom Haus weg, eigentlich der Gulli, wo die Kinder war immer gefährlich, ne, war ja im Osten alles so ein bisschen nur mit Steinen abgedeckt, die Löcher, die da drin waren. Das heißt, da war dann so ein bisschen, okay, stank auch ein bisschen, aber ging eigentlich. Und im Sommer passierte dann Folgendes, wenn halt die Zeit dran war, die Felder zu düngen, dann fuhr da der Güllewagen ran, Herr Warnke, der wohnte unten in dem Haus, hat da rausgepumpt und ist eigentlich nur 30 Meter, wieder 30 Meter weitergefahren, da fing dann nämlich das Feld an und hat die ganze Gülle da wieder rausgespritzt. Das heißt, wir hätten da auch schön alle aufs Feld kacken können und pinkeln, das wäre auch in Ordnung gewesen. Ja, bei uns waren die Wehre, das waren riesige Schaumteppiche, die da aufgeworfen wurden. Alles ein ganz ekliger, brauner Schaum, irgendwie ganz eklig, flockig und so. Das nahm dann sozusagen selbst so in Randgebieten wie eben der Senne am Teutow, nahm das alles überhand. Mhm. Und dann irgendwann haben sie dann doch eingesehen, dass vielleicht Kläranlagen mal nötig wären. Und das, also, das war derartig. Das kam dann auch ununterbrochen im Fernsehen. Das war so, dass also überall waren wieder neue Schreckensbilder. Und das hat dann so auch so eine Wende gebracht. So wie das Ruhrgebiet noch, bevor es irgendwie das Wort Umweltschutz und so weiter gab. Also da waren ja, also knöcheltief waren die Straßen ja mit diesem, von den Kokereien und von der Schwerindustrie, den Stäuben belegt. Nicht? Meine Mutter, die hatte die Fenster geschlossen, trotzdem war jeden Morgen eine graue Schicht von irgendeinem Bergwerkkram da drauf. Nicht? Ja. Und deswegen sind die dann irgendwann auch da weggezogen. Also das war einer der Gründe, war eben auch da dann wegzuwollen. Das, also was man an diesem Fluss sieht, den finde ich total beeindruckend. Dass wir sind eben jetzt evolutionärer Faktor im großen Maßstab. Also die Welt wird sich auf das, was wir hier so sind, wie wir sind, was wir so als Opfer, also sozusagen zum Fressen und zum Fürchten, was wir da sozusagen zu bieten haben. Nicht? Also die einen, die sich an uns nicht angleichen können und die auch sich nicht wehren können, die werden aussterben und die anderen, die wir nun wirklich nicht brauchen können, aber die doch überleben, die werden sozusagen ihren eigenen Weg gehen. Und so, also ich finde, das ist so deutlich. Und Anthropozän oder was? Das Anthropozän. Im Anthropozän und was dann kommt und was dann noch kommen mag. Nicht? Also diese, das was, mit ihrem Plastikbild sagt, mir fällt der falsche Name ein, Nadine. Ja. Also wie Nadine sagte, guckt euch um, was alles aus Plastik ist und dann stellt euch vor, das müsste alles ersetzt werden. Ne? Ja. Das ist, also diese Plastik ist sozusagen zur Bedingung unserer Gattung geworden, auf dem jetzigen Niveau. Nicht? Also man kann sich natürlich immer hinträumen in ein heiles, buddhistisch, sonst wie was Gebiet, wo all das nicht ist und wo wir eine Existenzform suchen, die diesen Einklang tatsächlich verwirklicht. Aber es sieht nicht so aus, als wäre das sozusagen der Weg hier der Gattung. Nicht? Das
Das Problem also, ist da eigentlich. Da werfe ich mal hinein, also die 3D-Drucker, die arbeiten, ich habe vergessen, wie das Material heißt. Das sind immer auch rollengewickelte Kunststoffmaterialien, die dann eben ja irgendwie erhitzt werden und ausgedruckt werden. Und wenn man das Zukunftsszenario so betrachtet und einige Hersteller wie große bekannte nordische Möbelhäuser bauen sehr darauf, dass sie sagen, demnächst wird das so sein, dass sich die Leute die Teile selbst zu Hause mit ihrem 3D-Drucker ausdrucken, zusammenbauen und. Und dann wird das ja alles so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Lego-mäßig. Also alles sehr Kunststoff und ich weiß nicht, was das jetzt im Einzelnen für Kunststoffmaterialien sind. Das müsste ich, da müsste ich mich drauf vorbereiten, das müsste ich nochmal recherchieren. Aber ich habe das ja schon selbst gesehen. Das gibt es dann in diversen Farben, so circa, ich würde sagen, so zwischen 12 und 14 Farben. Mittlerweile schon, also blau, gelb, rot, grün, orange, kannst du alles wählen. Und das wird dann ja immer, also mit diesem gleichen Material, nur in einer anderen Form und Farbe ausgedruckt. Gut, das ist jetzt erst nur so am Anfang. Aber wenn das so ein Hype wird, wie jeder ja auch so einen Drucker zu Hause hat, um Schriftstücke auszudrucken, wird das vielleicht in baldiger Zeit schon so sein. Und wenn es lauter Lieferengpässe gibt, eben durch Corona bedingt, werden sich schon mehr Leute so einen 3D-Drucker zulegen und ihre Sachen dann schön in 3D ausdrucken, die sie irgendwie brauchen. Und eigentlich so ein schönes Auto kommt vorbei. Gibt doch auch schon Metall, die Metall drucken. Gibt auch welche, die mit Metall drucken oder andere Materialien. Ja, es gibt schon Schaltkreise auf Papier. Die Ersatzteile kann man sich wahrscheinlich auch schon in 3D ausdrucken. Aber gehe ich erstmal grundsätzlich von aus, dass da auch Materialien, also die auch so, ja, schon Kunststoffe sind, aber sich trotzdem abbauen lassen. Ja, das wird dann wahrscheinlich möglich, also, dass sich dadurch sogar eine Verengung auf nur diese machen lässt, ne? Dass man nur, also jetzt im Augenblick haben wir ja 100.000 verschiedene Kunststoffe in der Verpackungsindustrie zum Beispiel, dass man dann sagt, also, nee, wir nehmen nur noch die drei, die wirklich recycelbar sind. Sollten wir dann nicht mal irgendwie so einen Fachexperten für so, für diese Werkstoffe oder Kunststoffe mal einladen, der uns da irgendwie also das mal wirklich irgendwie erläutert, weil ich finde das alles so, wir sind jetzt hier auf so einem Niveau von, wir spekulieren ganz viel, was es alles sein könnte. Und ich sag Mats, die lassen sich bestimmt abbauen. Das kann man relativ schnell nachgucken. Da gucken wir nämlich auf die Webseite derjenigen, die das anbieten, mal ausdrucken und dann guckt man, welche Materialien die haben. Und da, also ich gehe relativ fest davon aus, dass es halt eher so Zeug ist, was sich wirklich abbauen lässt, ohne da ein Mikroplastik im Meer am Ende zu landen. Also sonst haut es ja nicht hin. Kannst ja nicht bringen. Also es ist natürlich am Ende immer noch besser, als das, den Rohstoff, aus dem die alte Plaste, die da, wie wir sie gerade im Video gesehen haben, als einfach die zu verbrennen, ne? So wie wir es halt mit Erdöl machen. Das ist ja völliger Schwachsinn. Ne? Also über Jahrzehnte wäre ja, also stell mal vor, wir hätten eine erneuerbare Energien gehabt, dann hätten wir noch mehr Plaste. Weil wir das ganze Öl ja einfach nicht nur verballert hätten in Rauch und in die Atmosphäre, sondern wir hätten damit die anderen Sachen gemacht. Vielleicht. Ja. Ist ja ein grundsätzlich ein wertvoller Rohstoff, ne? Mit dem man schon was anfangen kann. Aber Medikamente werden auch draus gemacht. Also es ist also sehr vielfältig einsatzfähig. Man hätte auch auf Entdeckung gehen können, was da denn noch so drin ist, was uns über die Vergangenheit aufklärt und so. Also es gibt viele Sachen, die dann durch den Schornstein gegangen sind. Nicht? Also es war vorher ja in der Natur auch, diese ganze Ölgeschichte, und war halt so ein bisschen abgekapselt und hat nicht gestört. Und wenn man es jetzt irgendwo anders hin verbringt, muss man es auch so wieder lagern, sozusagen in der Gesamtheit, dass es einfach nicht stört, ne? Wenn man es woanders hinbringt. Und die Plaste im Wasser, im Meer, ganz klein, ist ganz schlecht. Also da gibt es ja diesen Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege, Wiege, von der Wiege zur Wiege Idee, nicht, dass man also
so stark und so durchdringend recycelt, dass also der Kreislauf möglichst eng geschlossen ist. Wobei ich da Zweifel habe, weil es werden immer doch viele seltene Erden und Rohstoffe gebraucht, die nicht häufig sind, nicht die einfach. Mhm. Und wenn man die durch mehrere Kreisläufe hat, dann verdünnisieren die sich eben doch auch, nicht? Also dann hat man eben doch einen gewissen Verlust immer. Und dann hast du auf einmal diese sehr speziellen Stoffe, hast du dann so fein verteilt in die Atmosphäre, in die Böden, dass die also nicht kaum noch mehr, kaum mehr zusammenzusammeln sind. Nicht? Also das ist so eine Falle da drin. Ja, mir fällt nur irgendwie so gerade noch ein zu dem Salz. Ne? Eine Zeit lang war das doch mal mit dem Nitrit, mit dem Pökelsalz. Ja. Das war doch irgendwie, es ging noch extrem durch die Medien und überall war, die Böden waren nitrithaltig, das Trinkwasser war nitrithaltig, überall war zu viel Nitrit und was weiß ich, und in dem Schmelzkäse war zu viel Nitrit und überall war zu viel Nitrit. Mittlerweile hört man gar nichts mehr davon. Und das kann ja nicht weg sein. Der Stoff Nitrit wird ja nach wie vor da sein und wird noch nach wie vor genauso gesundheitsschädlich sein. Ich gucke da einfach immer auf das Salz, fällt mir dazu ein. Und das ist, ich weiß gar nicht, aber ja, genau. Ähnlich mit diesen Kunststoffen und Nanokunststoffen und die. Aber ist sozusagen die Nitratgeschichte, ist das nicht genau diese, was ich vorhin erzählte, wird wahrscheinlich auch im Westen, so nicht nur, ich bin ja hier im Osten aufgewachsen, die Gülledüngung, ne? Die Nitratgehalt so erheblich erhöht hat. Ja, sowieso. Dass du halt, ja. So, und dass du dann das da auf die Felder gekippt hast und das in die Flüsse gegangen ist, ne? Wenn die da halt, weil das ist ja gut für wassertechnisch, ist ja am, ne, Felder und so weiter, ist immer ganz günstig. Das ist ja aber weniger geworden. Es wird ja da, ich weiß nicht, wie viel noch mit Gülle gedüngt wird. Aber wahrscheinlich gar nicht mehr, das ist wahrscheinlich verboten. Das wäre ja, das ist nicht verboten, das ist so viel. Also die Holländer kommen ja auch noch rüber und versuchen sozusagen noch ihre Gülle auf die Felder hier zu schmuggeln und so. Also das ist... das ist ein ewiger Kampf mit den Bauern, die ansonsten auch nicht wissen, wohin damit. Also, stimmt, die haben das ja von den Tieren sowieso nochmal, ne? Ja, und das ist ja auch nicht mehr Mist. Also Gülle ist ja ein extrem scharfes Zeug. Genau, und ich meine, scharfes die Zeug, Mastbetriebe, also, die müssen ja ihre Gülle abfinden. Ja. Ich sehe gerade Nitrit und Nitrat, das kann man verwechseln. Ne? Genau, ja. Aber das sind beide Nitrit ist auch gemeint. Salze. Das wäre uns ganz schön gewesen, ich mit der Kartoffelhalle, ne? Dadurch, dass ich dann diese Salzlake reingebracht wäre, wäre diese ganzen Versalzungsgeschichten wären da mit hineingekommen auf die Weise, unterschwellig. Also obwohl es Kochsalz ist, ist es dann eben doch, gehört es doch in diese Stoffgruppe von Ionenkristallen. Kannst du an jeden dieser Kartoffelcontainer gehört so ein Salzstreuerhalter ran. Ne? Vorgesalzene Kartoffeln. Ja, so, wenn Sie testen wollen, nee, das ist hier der ganz normale Salzstreuerhalter für die Tester. Dass Sie die Hände frei haben, wenn Sie testen. Ja. Tja, Salz. Also, am 24.12. hat da Futura Science echt einen schönen Artikel drüber geschrieben, über Nitrit und Nitrate, die immer mehr in unser tägliches oder alltägliches Leben eingreifen. Ja, was hat das jetzt alles mit Kunst zu tun? Ja, nehmen wir mal die Kurve, noch mal kurz die Kurve, Salz, Logo. Was aus dem Logo quasi abgeschlossen Projekt? Ist noch nicht abgeschlossen, aber es gibt ganz schöne Ideen. Also Birgit hatte einen Ausschnitt von einer Grafik, die ich irgendwie mal
so ganz nebenbei mitgepostet hatte oder mit in irgendwo reingetan hatte, einen Ausschnitt genommen. Und der ist so schön. Aber nur für dich, Andreas. Ich fand den nicht schön. Aber ich fand den schön. Er findet immer Sachen schön, die ich nicht schön finde. Wie kommt das? Ja, weil man kann ja auch mal rote Rosen nehmen. Ich mag Aspartam. Auf jeden Fall das als Grundlage. Und also es gibt jedenfalls schöne, für mich schöne Ansätze, und da kann was draus werden. Und es muss auch nicht so muss ja dir gefallen. Sein. Aber, genau, aber Michael, ob das anderen gefällt, das interessiert an nee, das muss ja dir gefallen. Und ja, so, peripher ja so. Und irgendwie ist in ja der so. Nächsten Zeit erstmal gar nicht. Ne? Hauptsache ist, er hat einen schönen Ansatz und das wuchert bei ihm mal weiter. Ne? Ja, wir können dann mal gucken, wo wir dann doch wieder einen kleinen Anknüpfungspunkt finden, wenn wir überhaupt einen finden dürfen. Das dürfen, das ist ja, kann ich ja nicht, das ist ja außerhalb meiner Befugnis. Aber ich mache jetzt mein eigenes Salzkriechen, ihr könnt mich mal ja mit eurem blöden Logo-Design und immer alles ganz anders und was und der, also. Aber Michael, du, Michael will ja einfach die Wörter nur, ne? Also im Salz, Wasser ist kein Salz und Salzkriechen als ja. Einfach. Und halt die so ganze Diskussion fertig. Da, und damit die ohne ganze Verbildlichung weg ist. Ja. Aber hat er jetzt Pech, dass er also gerade also mit bildenden Künstlern unterwegs ist? Was? Und die machen ganz automatisch immer irgendwie Sichtbares. Also nicht unbedingt, also Lorenz Wiener, der hat ja auch fast ausschließlich mit Schrift gearbeitet, nicht ganz. Aber was hat das also, jetzt das mit, schon. Was hat jetzt Logo-Design ja, der, mit bildenden Künstlern zu? Ja, der kommt immer auf Abwege, das ist echt interessant. Aber auch manchmal ein bisschen, man fragt sich dann, ja, was ist denn jetzt mit dem Logo? Was ist denn jetzt mit der Homepage? Wo kann ich denn jetzt nur meine kleinen Salzfilme, die ich demnächst mal herstelle? Wo ist die Intro-Musik? Wo ist die Intro-Musik? Ja, genau. Ja, wo ist der Trailer? Wo ist der Trailer? Wo ist der Gong? Ja. Wo ist die Birne? Da könnte man drunter, Peschka kommt nicht in eine Pötte. Ja, genau so. Peschka kommt wieder nicht in die Pötte. Wo ist die Kunsttalk-Webseite? Genau. Nicht so. Ja, jetzt Leute, jetzt wird es aber. Was ist denn überhaupt mit dem kleinen Gemälde? Also, das wollten wir jetzt auch nochmal aufgleisen. Und zwar richtig. Ja. Also, dass es so aufpeppt. Und ich habe dann auch schon gedacht, also, es ist auch super, dass Matze jetzt hier ist. Der könnte noch bestimmt irgendeine schöne Animation finden, wie man dieses starre kleine Gemälde irgendwie so ein bisschen zum Leben erweckt. Also, wie weit bist du denn mit deiner Provenienz? Dass deine Häuschen so hochklappt oder Bäumchen. Dann nimm mal den Märzmensch. Das ist schön Kunst und Morphing und so. Weil ich mache ja immer nur kontrollierten Krams. Eine Monoleinschrift schwarz-weiß. Salz auf dem Teller. Habe ich wirklich erstmal gesucht, so Monoleinschriften, ne? Im Prinzip, die in Photoshop gar nicht so richtig funktionieren, aber die nicht aus so einer Kontur bestehen, die Schrift, ne? Wie die so eine Schrift eigentlich ist, sondern eine Linie nur, die man dann von sich aus selber breiter machen muss und so weiter. Weil das hatte ich dann verwendet und die ist halt das, was ich hier mit meinem, wo nur Salz stand. Ne, hatte ich doch so eine komische. So eine, ja, komische, die wunderbare, hatte. Genau. Doch, genau. Was ja super wirkte, so ja. Sozusagen, weil es so simpel war. Ne? Einfach nur, das war ja auch unten, die Form war ein Teller und schwarz, spiegelnd und darauf einfach diese gläserne Geschichte und im Hintergrund einfach nur wie ein flächiges, quadratisches Licht, das dann den Eindruck machte. Und ja, das ist ja die Geschichte, aber mit Märzmensch. Kriegst du ja so Sachen hin, wie er konnte da ja so diese Sachen fusionieren lassen. Das fand ich ja auch immer sehr interessant. Das ist ja auch eher so einen künstlerischen. Nein, wir wollen da eher eine Umfrage machen. Birgit wollte eine Umfrage machen. Wir wollten eine Umfrage machen. Ja. Und da ist jetzt ist aber nein, ich wollte keine aber Umfrage machen. Was? Ich jetzt wollte keine Umfrage machen. Will jetzt auf einmal nichts mehr gewesen sein. Oder wie? Du wolltest eine Umfrage machen, Birgit. Nein, wozu denn?
Oder hatte sie geschrieben, da machen wir keine Umfragen? Nein, Michael musste sich wehren. Oh Gott, ich habe gesagt, bloß keine Umfrage. Genau, aber als Reaktion. Ja. Mhm. Ja, aber für jetzt. Ja. Weil ihr sagt da immer die ganze Zeit, das sah so schön aus. Und dann denke ich mir immer, ja, mach mal eine Umfrage. Die Frage, das kann man mal stellen. Ne? Genau. Ich will mal einen neuen Computer kaufen. Was? Follower Power. Was empfiehlt er mir? Mac oder PC? Weiß ja, genau. Ah, ich liebe es. Genau, du Vollidiot. Naja, tut mir leid. Also so kann man seine ganze Community völlig so an der Nase herumführen. Ne? Das fing mit einer Bitte um Hilfe an und endete mit Bürgerkrieg. Was meint ihr? Ich weiß, es ist eine doofe Frage, aber ja. Was würdet ihr mir empfehlen? Mac oder PC? Ja, genauso. Twitter-Frage. Ja. Ja, das macht ein Künstler eigentlich nicht, oder? Entweder er kommt zum Zug oder nicht. Oder ein Designer, der macht das. Eher, ne? Dass er sich fragt, was wollen die anderen, was hat das für eine Funktion und so. Der Künstler, ja, insofern sind praktisch alle Filme, die da aus der amerikanischen Schiene, also vielleicht die Independent nicht, aber kommen, die sind ja alle zigfach durch diverse Sorten von Meinungsfindungen gelaufen, nicht? Und von daher sind die alle eher Design. Also man kann sagen, der Designfilm aus Amerika. So. Nicht? Also während man bei uns ja noch sich traut, bei einigen von einem Kunstfilm zu sprechen. Deshalb fand ich das eben so witzig, wo du gesagt hast, verlorenen Festivals. Dass ein bildender Künstler ein Logo gestaltet, weil ein Logo-Design macht. Ich meine, das ist ja absurd. Zugreifen können wir ja auf alles. Also nur was wir damit machen dann. Ja. Ob das dann vom Designer noch akzeptiert würde. Jonathan, ja, zugreifen können wir ja auf alles. Das unterliegt so, wir sind so universell und ja, wir können auf alles zugreifen. Ja, wir sind was uns so begegnet. Ja, wir sind universal, genau. Und das heißt es ja gar nicht. Nein, aber wir entscheiden ja auch gar nicht. Wir entscheiden, also das ist ja auch so eine Krücke, dass man einmal sagt, der Künstler entscheidet. Das ist eigentlich, das fand ich bei der Frau Löhr auch nochmal schön, die gesagt hat, sie entscheidet nicht. Sie macht Angebote. Genau. Ja. Wahrscheinlich. Nein, sie nutzt das, was ihr die Natur eben entgegenbringt, stellt. Ja, genau. Legt, setzt. Also sie beugt sich ja auch den naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten oder pflanzlichen. Sie beugt sich. Hier bleibt gar nichts weiter übrig. Also ich beug mich zum Beispiel dem Haushalt. Bleibt überhaupt nichts weiter übrig, als sich den Naturgesetzen zu beugen. Genau, jetzt machen wir das mal heute. Ist egal, was heute du lassen machst. Wir das mal. Egal, was du machst, ist egal, was du machst. Es ist immer das. Das muss man mal so vorlegen. Also muss man mal sagen, sozusagen so. Also grundsätzlich finde ich das mit der Emanzipation gut, nur nicht radikal genug. Also ich finde, wir sollten jetzt als Menschheit, da wir ja gemeinsam also unsere Wirklichkeit konstruieren, sollten wir mal von den Naturgesetzen absehen. Genau, das ist nämlich das wäre Lassen das, wir das mal. Das wäre das wahre Anthropozän, ja, sozusagen ja. Der Mensch formt die Welt und nicht nur aus Versehen. So wie es jetzt ist, ne? Deswegen ist der Begriff Anthropozän ja auch so missdeutlich im Sinne von, wir sind hier jemand, der die Welt formt. Nee, wir haben sie verformt, aber eher aus Versehen und kriegen es nicht mehr zurück. Ne? Wir haben überhaupt keine Kontrolle. Wir haben ja, ist ja genau das Gegenteil von Kontrolle, was wir gerade beobachten. Exakt das Gegenteil. Deswegen, wie bei Mansalz. Kompletter Kontrollverlust, ne? Ist ja. Nee, die hat man nie, Matze, die hat man nie. Aber da sind wir ja beim Lem und der neuen Kosmogonie, da geht es genau um so, ne? Also diese Verabredung aller Zivilisationen des Alls, also alle Hyperintelligenten natürlich, alle, die uns unglaublich und sich selber auch unglaublich weit überlegen sind, nicht? Also die haben ja dann beschlossen, keinen Kontakt mehr. Mhm. So, wir lassen alles kontaktlos, nicht? Also laufen und
haben dann festgestellt, dass sich dann also auf diese Weise dann ganz von alleine sowas wie so eine Ordnung, nicht Naturgesetze einrichten, nicht? Und das alles ist im Grunde nur Teil dieser Strategie der Hyperintelligenten, keinen Kontakt mehr zu sich gegenseitig zu haben. So, weil alles andere führt zu schrecklichen kosmischen Katastrophen. Das ist so einer der von dem da ausgesponnenen Gedanken, meiner Ansicht nach. Genau. Also, ja, die Naturwissenschaft, was ist dann die Naturwissenschaft? Der billige Erfüllungsgehilfe einer dieser sklaventreibenden Naturgesetze. Immer nur rauskriegen, was die Natur will und das auch noch dann niederschreiben als Gesetz und allen anderen keine Chance mehr lassen, also was anderes zu machen. So ist das. Aber das ist doch natürlich auch. Du, das Wort natürlich ist gefährlich. Vorsicht. Vorsicht. Menschlich. Von Anfang an künstlich. Auf jeden Fall sagt Wikipedia, Wildnis ist kein wissenschaftlicher Begriff, das ist ein alltagssprachlicher Begriff. Ja. Da muss man den Artikel mal umschreiben und schon ist es die Wissenschaft. Also wie die, das ist dann Wissenschaft. Ja, musst du aber angemessen der Wirklichkeit angepasst werden. Editier doch mal eben schnell. Ja, genau. Einfach mal abstimmen, ne? Wer ist dafür und wer ist dagegen? Früher wurde oft davon ausgegangen, dass Wildnis ein alltagssprachlicher Begriff war, aber es gibt durchaus Ansätze, ihn auch wissenschaftlich zu begründen. So. Da kannst du ja Quellenangaben machen unserer Besprechung hier. Wir sind immerhin 5 Nasen, ne? Mhm. Ja, wir haben das beschlossen, ja. 5 genau. Nasen sind im Kanon und im Konsens von Wildnis und Natur. Hm. Aber wie Andrea schon sagt, wenn Wildnis quasi weg ist, im Sinne von im strengsten Sinne, also Menschen befreit und Menschenprodukte befreit, dann ist sie weg. Dann braucht man den Begriff auch nicht mehr, wenn es sie nicht mehr gibt. Ja. Ich meine, der Mond ist jetzt auch betreten, nicht? Aber es gibt ja noch Planeten, die betreten sind. Die Sonne ist die richtige Wildnis. Da fahren wir hin, da ist richtige Wildnis. Ja, ich habe einen Text mit einer Sonnenfahrt gemacht. Mars ist auch noch Wildnis, bis der erste da war. Das Venus halt. Venus ist so der bessere Kandidat. Venus und vielleicht sowas wie Jupiter. Also Venus landen und tief Jupiter durchatmen. Jupiter ist doch der andere Stern, ne? Und tief durchatmen. Müssen wir jetzt auch noch Astronomen einladen oder was? Ja, die planen ja für die Venus, also im Grunde eine schwebende Besiedlung, dass man also so eine Art Zeppeline macht, die also dann natürlich anders aussehen als Zeppeline, die dann also als Plattformen, als Schwebeplattformen sich in einer Höhe bewegen, die die richtige Temperatur hat, wo das mit der Schwefelsäure auch nicht mehr so ganz das Problem ist. Und sowas, nicht? Und von dort aus könnte man eben dann den Mars so ein bisschen ausbeuten oder mindestens Venus. Erstmal erforschen. Mars? Nicht Mars, die Venus, genau. Ja, genau. Ein bisschen ausbeuten, ein bisschen beobachten. Ja, Sie wollten noch gucken, ob da so ein bisschen Mikroorganismen oder irgendwelche Molekülketten gebildet hatten, die so ein bisschen organischer, ne, daherkommen. Ich glaube, das ist auch etwas. Auf der Venus? Ja. Ich meine, das ist natürlich brutal, die müssen extreme Verhältnisse, also der Boden, der glüht ja so tief dunkelrot mit irgendwie, was weiß ich, 300 Grad oder so, das ist, und das ist jetzt wiederum nicht vulkanisch oder sowas, sondern das ist wirklich, also wenn, seitdem weiß ich, was sozusagen dieser Treibhauseffekt ist, nicht? Also die Venus ist so heiß wegen des Treibhauseffektes. Nicht? Also, und der Sonne, die da das natürlich antreibt. Aber das ist also wirklich fürchterlich. Also da ist nichts mehr. Aber so, gut, du hast da die Zusammensetzung der Atmosphäre, ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen unglücklich dafür, aber deswegen, sie wollen halt mal gucken. Aber dass Organismen auch auf der Erde, es gibt, glaube ich, Tiefsee
Mikroorganismen, die also heißen Vulkan, da sind auch über 100 Grad und die leben da. Archäobakterien. Oder Säure oder so. Also was mich so interessiert, also diese ganze Biosphäre wird ja im Grunde von diesem von dem Grunde ein und demselben genetischen Code, der sich dann natürlich unheimlich differenziert entwickelt hat, aber von diesem genetischen Code angetrieben. Nicht? Also das ist so, und das ist so überraschend im Grunde, dass es im Grunde ein Schriftstück ist, also ein Text. Dass man da also einen Text hat, der also in hohem Maße performativ ist, weil jedes Umsetzen von Buchstaben gleichzeitig bedeutet, dass auch eine reale, praktische Umstrukturierung folgt. Nicht? Also wenn da was umgesetzt wird, hat eben der Käfer eine Zange weniger oder ein Bein mehr oder wahnsinnige Vorteile gegenüber anderen und so. Also das ist ja ständig, ist da ja Modifikationen sind da im Gang, aber es ist im Grunde ein in sehr eigenen chemischen Lettern geschriebener Code, also Text. Nicht? Hm. Und jetzt frage ich mich, wie weit kann man zurückgehen? Also so, man kann ja noch auch chemische Verbindungen, kann man ja auch so deuten, dass also sozusagen die Art, wie Chemikalien sich miteinander kombinieren können, vielleicht findet man da eben auch eine Ebene, die diesen Code-Charakter hat. Mhm. Und dann kann man weiter fragen, wann fängt denn Chemie an? Also jetzt nicht die studierte, sondern die tatsächliche. Also ab wann gibt es chemische Verbindungen? Und oder gibt es auch eine Chemie, die subatomar funktioniert? Und so, also wenn man sowas rausfinden würde, dann könnte man ja im Grunde eine ständige Transmission von Botschaft zu Botschaft zu Botschaft zu Botschaft bis also hin in die ganze Kulturgeschichte, bis hin in die Erfindung von Computern und wiederum deren Codes. Nicht? Also man hätte dann also im Grunde eine Weltsprachwissenschaft. Ja, die Weltformel wäre aber riesig. Also ob man die auf einen Punkt zu bringen, auf einen Konzentrat zurückbringen könnte, wüsste man nicht. Aber es wäre eine Sichtweise. Genau, Japanische. Ich hätte gerade mal geguckt. Maus, Ähnlichkeit zu Maus, genetisch. Mhm. Mal kurz schätzen. 84%. Ziemlich nah. 99. Regenwurm? 72. So viel. 70. Also hier, das, was ich jetzt so auf ad hoc gefunden habe. Ne? Ja. Im Sinne von, aber sozusagen dieses Grundmodell gibt wohl schon eine Menge her, ne? Was daraus so erwachsen konnte. Aber Maus und Mensch halt, ja gut, aber deswegen, wenn ich dir jetzt so drüber nachdenke, als ich das hier gerade sehe, deswegen werden halt ja auch so viele Mäuse verwendet, weil sie so ähnlich sind für Krebsforschung und so weiter. Dass sie an denen alles ausprobieren, weil es sehr ähnlich reagiert. Also ich habe mir bei dem Salz nämlich so beim drüber nachdenken, habe ich gedacht, was sind das alles für verschiedene Formen? Und manche sind sogar grundsätzlich anders. Also so eine Salznadel ist eben wirklich anders als diese Mölkes, ne? Oder diese dendritischen Sachen. Knölkes versteht doch jetzt wieder gar keiner. Was ist denn Knölkes? Mein Gott, wissenschaftliche Begriffe. Also wenn wir hier auf Forschungsreise und Abenteuer gehen, dann müssen wir uns auch angemessen artikulieren. Und das heißt die richtigen Begriffe. Knölchen, mein Gott. Wir ringen ja noch darum. Also Knölken ist, da sieht man jetzt das hier. Ich dachte, das wäre ein Röschen. Ja, das Röschen hat lauter. Und jetzt nennst du so Knölleken. Ja, das Knölleken ist das Röschen. Ja, also. Ne? Das also ist so wie beim Blumenkohl. Da kann man ja, du verwirrst den. Wie beim Blumenkohl, ne? Mich verwirrst du jetzt auch. Knölkes und Röschen und alles. Nun sprech doch mal jetzt nicht in so einer abstrahierten und auch nicht Alltagssprache, sondern sprich mal konkret über das, was ich da jetzt sehe. Ja, dann mach du doch mal.
Nein, ich habe damit nichts zu tun. Ja, ich habe mich da lieber raus. Dann kannst du auch nur zur Kenntnis nehmen und lernen. Ne, dann, genau. Lernen heißt wir auch gewöhnen. Wir sind hier aber nicht in der Schule. Lernen heißt auch sich dran gewöhnen. Aber Kristallnadel, dass das hier zum Beispiel, das könnte man zum Beispiel als Kristallnadel bezeichnen. Und dann müsste man noch irgendwie was finden. Es gibt Röschen, die schicken Kristallnadeln haargenau parallel aus, sogar über größere Entfernung hier und hier zum Beispiel. Das sind dann so Spezialeffekte. Aber erstmal so gibt es dann sozusagen hier so diese kleinen Ballungen, ne, die man dann vielleicht also irgendwie im ersten Moment als Knolle, im zweiten Moment dann, wenn man so sieht, wie sich die manchmal verzweigen, wie beim Blumenkohl. Oder als Wolken, Schneehauben, gibt verschiedene Möglichkeiten. Noch unter der Wirkung des Schlags kommt eine Kristallnadel zum Vorschein. Die Zeit. 11.12.1964, Ausgabe Nr. 50. Was? Mit seiner Längsseite baut er einen Kanal aus kaltem Wind und Kristallnadeln, die auf der Haut brennen und das Gesicht versengen. Die Zeit. 2.3.2006, Nr. 10. So sehr ist es ihm eine Lust, mit der von keiner Menschenhand gestalteten Erzklumpen, Quarzplatten und Kristallnadeln in einen imaginären Dialog zu treten. Andreas, das machst du gerade. Der Spiegel, 23.05.1983. Jetzt kommen so ganz viele chemische Ausdrücke, die ich nicht aussprechen kann. Entstehen aus vielen Harzen durch Schmelzen mit Kali in heißem Wasser lösliche Kristallnadeln. Gibt beim Erhitzen, kann ich schon wieder nicht aussprechen, aus dem Brockhaus, kleines Konstruktionslexikon, Berlin, 2001 oder 1906, kannst du auch nachgucken. Also man kann vielleicht also nadelförmige Kristalle sagen und bei einigen ist nicht mal klar, ob sie nicht auch noch hohl sind. Dann wären sie wirklich Nadeln, wie Injektionsnadeln zum Beispiel oder sowas nicht. Also es ist ganz eigenartig. Also hier handelt es sich eindeutig um die Eigenschaft des Kristalloblastischen. Das heißt, durch Um- und Neukristallisation der Minerale bilden sich neue Formen. Die nennt man Kristalloblast. Wow. So, da gibt es keine Diskussion, das ist so fertig aus. Nehmen wir mal an. Also kristalloblastische. Nehmen wir mal an. Was ist denn das? Entweder wir gehen jetzt davon aus oder wir lassen es sein. Punkt. Nehmen wir das mal an. Ja, willst du also der Wissenschaft entgegenwirken, indem du sagst, also wir nageln das also aufs Absolute? Nein, man kann könnten das ja auch nicht. Kristalloid nennen. Das Kristalloid, einem kristallähnlicher Körperstoff mit einer den Kristallen ähnlicher Struktur. Punkt aus. Ja. Das muss ich jetzt auch erstmal alles wieder verknusen, was du da jetzt gesagt hast. Das ist ja jetzt schon fast also eine Chemiestunde. Also das ist ja... Also so ist in der Tat der kristallographische, was wollte ich denn, was ist das denn? Du bist hier bei fucking Kill Me. Ja, hier, das ist so das, wenn man die Welt kristallographisch betrachtet, verwandelt sich zum magischen Kristall. Die Zeit, 30.01.1961, Nummer 05. Auch gut, passt auch. Mehl kriechen war das gerade. Ne? Das Bild wurde mir zugespielt. Oh, ja. Also in diesem Jahr informierte der Fachbereich Geowissenschaften nicht nur über Eiszeitsteine, sondern auch über Wettervorhersagen und kristallographische Forschung. Die Welt, 16.11.1999. Das wäre natürlich auch, wenn du einen Fachmann fragst, dann hast du also sozusagen, hat er ja immer die Möglichkeit, sozusagen auf den nächsten Fachmann zu verweisen. Ja, ja. Man kann also immer kann er immer auf die Enge seines eigenen Fachwissens ausweichen und sich nicht so lustvoll wie wir dem Spekulieren und Mutmaßen und Fehlliegen und so zuwenden. Nicht? Das ist ja unser
unser Trumpf, dass wir es machen können. Seit dem späten Mittelalter, besonders im 17. Jahrhundert, geübte Kunst des Wahrsagens mit Hilfe eines Kristalls, in dessen spiegelnde Flächen visionäre Inhalte hineingesehen werden. Das ist aber ein sehr selten verwandtes Wort. Und ab 1946 gar nicht mehr. Wo steht das mit dem Hineingesehen werden? Wo steht das? Kristallomantie. Die Kristallomantie. Das sieht also, Birgit nur bei sich. Ja, Manti, genau. Wir sind jetzt hier auf, wenn du jetzt Bildschirm guckst, sind wir auf meinem. Und geredet hat aber Birgit. Weil ich hatte hier mal nach Nadeln geguckt. Dem bleibt ja auch nichts weiter übrig, als Nadeln zu nennen. Ja. Ich habe noch eine Kristallschüssel. Oh ja. Weißt du? Aber mit diesem Hineinsehen, das ist ja dann also eine alte Taktik der Wissensgewinnung, nicht, dass man in Sachen was hineinsieht. Das ist hochkreativ. Das ist Analogien. Analogien und wie nenne ich das gewöhnlich? Also zum Beispiel dieses Umdeuten in der Bibel, wo peinliche Stellen werden dann also mit einem anderen Inhalt. Meinst du Heuristik? Das Wort benutze ich so oft, dass ich es jetzt vergessen habe. Ich gucke jetzt mal. Rutilnadel ist der Begriff. Das sieht ja aber auch toll aus. Also hier ein Begriff. Hast du da eine wissenschaftliche Datenbank, Matze, oder was? Nee, ich bin hier einfach, hab mal nach Kristallwachs, also Stichworte waren jetzt, die ich gesucht habe bei Google, Kristallwachstum Nadeln. Google, was ist das denn? Und dann bin jetzt halt hier gelandet und man sieht, das, nicht nur das Salz drängt in die Richtung. Also da bei diesen Sammlern kann man oft total gut finden. Und hier steht Rutileinschlüsse. Das ist ja schön. Das sieht so ein bisschen aus wie Stroh in einer Flasche. Ja, ich würde sagen, das ist so ein bisschen Flaschenschiff, ne? Ja, genau. Und da ist so ein bisschen Stroh drin. Also diese glatte Oberfläche ist schon wirklich erstaunlich. Ja, die ist geschliffen. In Harz gegossen, oder was? Das ist für diese Konsumenten. Nee, das kann so sein, dass das ein Quarz ist. Oder da jetzt hier. Ja, aber es sind super Vorlagen. Für jetzt 3D hier für Bauen. Ne? Aber das ist schon erstaunlich, ne? Wie der wirklich das wie eine Pflanze im Kristall da so rauskommt. Ja, genau. Krass. Gibt es auch einen größer? Ja, so groß. Aha. So ist es also gedacht. Nennt man es nicht auch Kokille oder was? Kokillen gießen kenne ich irgendwie. Das wurde uns mal im Dings irgendwie. Ja, du hast gefragt, wie wir sollen Fachbegriffe verwenden. Jetzt machen wir das mal und wollen das auch noch belassen, was ihr alles benennen wollt, ist die Antwort. Das ist ja ein Hin und Her hier. Ja, ich habe da, es gibt ja so objektive Hermeneutik, das ist ja ein Forschungsverfahren, das ich gut kenne und in verschiedenen Gruppen auch schon anwenden durfte. Und da spricht man schon mal so locker ein Wochenende über den Buchstaben A. Jetzt verstehe ich. Jetzt Allegorese. Das war das, was ich gesucht habe. Ach. Allegorese. Also, sag das doch. Ja, sag das doch. Das ist auch eine Form von eine Form von Symbolbildung, aber genau. Jeder kann irgendeinen Begriff hochwerfen. Und ja, dann gucken wir machen gerade Wikipedia, gucken wir nach, machen wir weiter bei uns. Ja, die wird. Und wir werden hier genormt. Die Weiterbildungsbescheinigung und Fortbildungsbescheinigung stellst du dann wieder aus und dann heißt das alles gleich Wumm, Zupf, mit Zertifikat, zertifizierte Weiterbildung. Passt hier ins Bild, ne? Dass man irgendwie eine direkte Aussage, bei der eine Sache Ding aufgrund von Ähnlichkeits- und Verwandtschaftsbeziehungen als Zeichen einer anderen Sache eingesetzt wird. Ja. Viel in der Bibelwissenschaft, ganz viel in der Bibelwissenschaft. Also das hohe Lied der Liebe, nicht? Das ist ja erotisch gemeint und das wird dann eben in die Liebe zur Kirche oder zur
zur Gottheit oder was auch immer, wird das dann umgedichtet, umgemünzt und dann ist eben sozusagen das Hinschmelzen vor dem zarten weißen Leib der Angebeteten, nicht siehe Angebeteten, nicht da ist man schon sofort mindestens bei Göttin und patriarchal natürlich überwältigt dann Gottheit, Monotheismus und so weiter. Bumm. Aber dann muss man erstmal ein bisschen verschleiern, bevor wir dann mit der Allegorese, also diesem, ne, was es bedeuten könnte. Aber ich glaube, das ist nur auf die Bibel bezogen. Das kann man mit den anderen Dingen gar nicht machen. Das kannst du nur Oh, das kannst du der überall, Luhmann natürlich. Der Luhmann hat das auch mit der Autopoiesis gemacht. Nichts anderes gemacht. Hat das der meinte Auto-Allegorese. Naja, der hat das mit Allegorie verwechselt. Das verwechselt, ja. Sowieso. Man soll diesen ganzen Leuten, wo alle anderen drauf abfahren, nie trauen. Mhm. Selbst wenn sie schon tot sind. Ich habe das nie geglaubt. Also jetzt, wo ich dem Stefan wieder mal ein bisschen länger zugehört habe, habe ich auch das Gefühl, dass so die Abwendung vom Luhmann bei ihm also auch stattfindet, nicht? Aber in genau dem Maße, wie er sich auch wieder hinwendet, sodass er also genau wieder mitten zwischen ist und... Das ist ja alles nur, damit der Empfänger diese zweite Welt verstehen kann. Kommen verschiedene Stilmittel zum Einsatz. Entweder werden dabei Metaphern, wie wir das kennen, Metaphernbeispiele, genutzt, oder es wird auf das Mittel der Symbolik und Personifikation, um die eigentliche und gemeinte Welt deutlich zu machen, zurückgegriffen oder hingegriffen oder draufgezeigt oder dargestellt oder was denn jetzt überhaupt? Ich habe mir jetzt gerade mal erstmal die Salzkartoffeln, um sie mal so zu bezeichnen, die Salzkartoffeln. Oh Schatz, was ist mit den Salzkartoffeln? Hier sind sie. Ja, okay. Das sieht aus wie ein Berliner irgendwie. Ich finde, das sieht aus wie ein Berliner. Ja, aber guck mal, dieses Löchlein am da. Besten ist das, ich das Löchlein. Die allegorische Textauslegung anhand eines Beispiels verdeutlicht. Schauen wir dafür zusammen auf das Gleichnis vom Senfkuchen. Ja, vielleicht mehr so zur Salzkartoffel. Das also heißt Lunker. Was ist das jetzt Lunker? Das Loch, das ist ein Lunker. Ein Lunker? Was ist ein Lunker? Das Gleichnis vom Senfkorn. Lunker. Kennst du Lunker nicht? Der Matze kennt aber Lunker, der ist ein Metall. Kennt nicht. Es ist wie ein Senfkorn. Lunker ist das bei Güssen, diese Stellen, die nicht ganz ausgefüllt waren. Oder genau. So Rasenbildung ist das Kleinste oder so. Unter allen Samen. Dann weiß ich es. So ist das Kleinste unter allen Samenkörnern auf der Erde. Aber das Schöne ist doch so, diese ganzen Begriffe, die man sich dann so in die Luft wirft, die man dann sich holt, dass man die auch wieder fallen lassen kann. Alle Kräuter haben große Zweige, sodass die Vögel unter dem Himmel und seinem Schatten wohnen können. Loch ist nichts mit etwas drumherum, ne? Immer. Ja, und außer da beim Chaos, nicht? Das ist also ein Loch mit nichts drumherum. Aus dem fruchtbaren Boden gesät. Ein Loch mit nichts drumherum. Das wächst in der Folge außerordentlich. ein leeres Ei ohne Schale. Test, mein Mikrofon. Ja, du bist zu hören. Ach so. Wir hören dich, wir nehmen dich als wertvollen Beitrag. Parallelbeitrag. Ja, hintergrundschaffend. Vordergrundschaffend. Leute, die verborgene Welt ist meist unendlich groß. Ach. Kann in viele Richtungen gedeutet werden. Ich glaube, jetzt fällt dir Beispiel. Nein, das obige Beispiel sollte Ihnen allerdings verdeutlicht haben, welche versteckten Schätze mithilfe der Allegorese auf einem bildhaften Text geborgen werden können. Bitte. Danke. Wo ist das jetzt her? Aus dem Wortwuchs. Mhm. Und das ist was? Das ist eine Internetseite. Mhm. Wortwuchs.net. Ich habe eben eine Seite gefunden, Filterzentral. Da. Das verlaufen alle zusammen, ne?
kannst du mal die Webseite sehen, Meta-Google. Ja, da hast du es. Meta-Google? Kann man doch machen. Und dann Suchmaschine und dann verlinks auf Google. Hast du bestimmt große, ein bisschen Werbung draufschalten? Das nächste große Ding. Ja. Ja, aber die Löcher sind wirklich, sind die Keime, sagst du? Das waren die Keime, genau. Hm. Die sind weggefault, oder? Die sind dann, ja, die sind verschwunden. Aber die haben, wie du siehst, es gibt jetzt nicht irgendwie eine Spur von denen. Ja. Ne? So. Ich habe die auch nicht abgeknipst oder so weiter, nicht? Das ist. Na, auf dem Foto war jetzt irgendwie innen drin wenigstens noch so ein dunkler Fleck zu erkennen, wo man sagen könnte, okay, da ist auch eine Fliege rein, um zu sterben. Ja, genau, das war ein ganz cooles Stadion. Damit sie nicht im Freien stirbt. Weißt du? Das könnte sozusagen, dahin können sie sich verkrümelt haben. Das ist sozusagen der ausgedörrte Teil davon. So ohne Wasser, ohne alles. Popas Methode ist die der Allegorese. Seine Operationen führen zur Umdeutung der alten Vorstellungen, Bilder, Mythen und Symbole. Die Zeit 21.08.1970, Nummer 34. Und das, finde ich, ist ja auch wissenschaftliche Methode, also dauerndes Umdeuten, weil also wenn man so sieht, wie die so ihre Theorien oder ihre Methodiken zusammenstoppeln, dann gucken sie immer, was könnte, ach, da hat einer mal was mit Wellen gemacht, ach, Meereswellen, aber egal, also ich brauche das mal. Und dann guck mal, ob das hier jetzt auch passt. Und dann schon wird es also in der Elementarteilchenphysik angesetzt oder wird das Wellen- oder Feldbild also auf Magnetismus angewandt, was also vorher Acker war und so. Also es ist im Grunde dieses ganze Getriebe von Herangehensweisen, Methoden und so weiter, Komplexen. Im Grunde ist eben die Wissenschaft das wirksamste Orakel, was die Menschheit bisher hätte und schafft ununterbrochen Zukunft. Also so. Ne? Ist so am Laufen. Und ja. Also was mich bei dieser Kartoffel aber interessiert, also bei dieser Salzschicht, dass dieses Loch bleibt. Ne, ja, das hätte genau. Ja auch einfach dann das andere verschlingen können, aber es bleibt. Zuhupern oder so, ja. Ne? Ich muss mal gucken, ob ich noch eins finde, was in einem späteren Stadium noch näher rangeht. Aber da muss ich, glaube ich, in einen anderen Ordner gehen. Mhm. Also ist jetzt noch mehr zugewachsen, aber immer noch da und bildet hier so eine Kante. Hier ist auch sowas Ähnliches. Also dieses zustimmende, das finde ich, klingt sehr bedeutungsvoll. Also das sollten wir nochmal zur Para-Analyse sollten wir das nochmal rausziehen. Parasozial. Und nochmal speziell, ja. Parasozialanalyse, das wäre auch noch, weil das ist ein Wort, was genau in diese Kerbe auch schlägt. Ich bin begeistert. Birgit. Aber erzähl weiter, was meinst du denn jetzt, wie es jetzt genau kommen soll? Ich finde, das sieht ja auch so ein bisschen aus. Kennst du diese kleinen Berliner, die man statt mit der Marmeladenfüllung da drin, mit diesem ein bisschen mit Zimt und Zucker macht? So ja, das meinte ich ja eben. So das sieht aus wie ein Berliner. Genau. Ja, aber dann diese kleinen, wie heißen die denn? Diese kleinen, Mäuschen. Die Marmelade innen haben. Mäuschen. Nennen wir die hier. Da gibt es auch noch diese Tropfenformen, so etwas härter zu Silvester. Wie heißen die denn nochmal? Was? Silvester? Die heißen Mutzemandeln. Und die liebe genau, ich. Genau, die sind lecker. Die liebe ich total. Ich auch, also, genau. Wenn wir jetzt eine Wissenschaftlergruppe wären, dann würde jetzt sozusagen von den Mutzemandeln aus in unseren Erkenntnisweg über also Salzkristallisation wesentliche Impulse kommen, die nachher keiner mehr nachvollzieht. Und alle fragen sich, wie sind die denn jetzt auf die Idee gekommen? Nur weil wir auf einmal Berliner und Mutzemandeln
und so in der im Fokus hatten, nebenbei. Hier sehen wir uns auch diese Kristalle. Ah, da hast du auch noch so Quadrate. Ja, sind hier auch entstanden. Sehr gut. Jetzt könnten wir das doch eigentlich nochmal, sag mal, Michael, du hattest hier auch so ein wunderschönes Werkstück. Ich glaube, das war dein Abschlusswerkstück deiner Lehrzeit. Metallischen Ursprungs, das, irgendwie Metall bearbeitet. Das hattest du doch auf einen Ofen gestellt und ebenfalls versalzen. Man könnte jetzt doch diese beiden Gegenstände oder drei Aufnahmenbilder in fotografisch nebeneinander setzen und sich das dann nochmal in der Zusammenstellung anschauen. Ja, was ich gern hätte, ist, dass ich bei einer Salzung auch diese Quadrate. Das kannst du nochmal auf das andere zurückmachen. Habe ich nämlich noch nicht gehabt. Wenn das geht irgendwie. Also auf dieses andere Bild. Oh, wo bin ich denn? Schon wieder wackelkontakt. Haben wir jetzt. Nee, das Wackelkontakt, jetzt bist du zu sehen. Und irgendwie. Ah ja, die Kartoffeln sind auch ersetzt durch ein rotes, durch ein Bild. Selbstlos. Aber du das hast. Muss man sagen, die Präsentation ist irgendwie aus. Auf jeden Fall wollte ich mal eins fragen, da bei den Lichtverhältnissen an dem Kartoffelbild. Von den Fotos, die wir gerade gesehen haben, oder was? Ja, da war unten am Teller war es sehr hell. Andreas, du brauchst nur das Foto zu zeigen, was er eben gezeigt hat, aus dem Rechner. Er versucht also, aber jetzt wieder den Kamerazustand. Bildschirmteil. Das Handy hatte sich einfach ausgeschaltet, frecherweise. Ja. Schon wieder. Aber Standbild, einfach ein Standbild reinmachen davon, weil es bewegt sich sowieso nicht so viel. Ja, vielleicht passiert gerade auch was. Hat er Wasser nachgekippt, dann könnte vielleicht, auch passieren. Vielleicht kommt ja noch eine weitere Fliege und wir sehen da die Beerdigung. Nee, der Gedanke ist, Mann, ey, der Gedanke ist natürlich der, dass das jetzt mit Wasser gefüllt ist und man erwartet, wer weiß was. Ja, was und schon muss man sich verklaren, ultra langsam. Also es passiert alles ganz langsam. Ja. Also man braucht sozusagen wochenlangen Zeitraffer. Ja, wozu? Nee, ne? Das macht ja wieder alles kaputt. Denn Zeitraffer wäre dann man wieder, dann genau. Müsste man verbieten. Aber jetzt in diesem Moment, genau. Zeitraffer. Aber der entsteht aus Natur, also in der U-Bahn, dadurch, dass die Leute eben jeden Tag kamen, jeden Tag immer wieder in selben U-Bahn. Und dann haben die tatsächlich auch jeden Tag sozusagen da einen Blick reingeworfen. Und irgendwie nach einer gewissen Zeit wurde ihnen klar, dass da was passiert. Und dann haben sie mich angesprochen. Das war total witzig, weil ich musste ja immerhin das versorgen, bin ich mal nach Hamburg gefahren für. Und dann irgendwann sprachen nicht die Leute an. Das wäre interessant. Sie hätten erst gedacht, da wäre gar nichts. Das wäre ja nur so komische Installation. Und jetzt aber sehen sie ja, dass da was passiert. Was das denn wäre? Das ist ein dann Garten. Ein ganz normaler Garten. Und da wird ein normaler Salzgarten, genau. Ja, kennt doch jeder. Genau, damals hatte das Wort, schöne Wort Salzung noch nicht. Salzstation würde ich das heute nennen. Aber nochmal zurück. Können wir nochmal zurück zu einem Bild kommen? Zu welchem Bild meinst du denn jetzt? Und zwar, du hattest die Fotos vorhin gezeigt und dann war eins im ganz frühen Stadium und eins mittel danach. Ja, okay, dann machen wir das mal. Versuchen. Genau, siehst das, aber ich sehe schon unten das ein bisschen, woher das, also unter dem Gefäß sieht man ja, dass da auch so dieses kaustische Lichtbrechung so ein bisschen ist. Ne? So diese, ja, genau. Dann sehe ich das. Und wenn du jetzt mal eins weiter oder dieses, so weiter machst, da war eins, wo es schon ziemlich weiß war. Und aber auch dieses Gefäß so zu sehen war. Und von oben, es war so nah dran wie die anderen. Da fühle ich gerade nach. Und da war es sehr hell unten. Muss noch ein bisschen später gewesen sein. So zeitlich. Aber es ist halt ja sowas. Okay, nee, es ist dann sozusagen, das Licht kommt quasi jetzt, ich sag mal, oben dazu, ne? Mhm. Vom Fenster und wird durch das Salz aber immer mehr diffus gestreut.
das ja an den Rändern ist. Irgendwie am Anfang hat das noch jetzt, okay, jetzt kommt das Licht sozusagen, ja, von der anderen, ne, ist zu flach, trifft die Kartoffeln gar nicht richtig. Und das Gefäß. Ne. Ja, ich muss mal gucken. Also es gibt. Diese da, genau, das ist da, hier unten das, ne? Da, ja. Dieses Licht, also da ist dann klar, ja, okay, geil. Das wird jetzt super ja geil, also durch das Diffuse. Dann nochmal weich gemacht, dann hast du diese harten, obwohl da links leuchtet ist bisschen, richtig, ja. Links ist so ein bisschen eine schärfere Brechungskante. Also. Ja. So, sag ich mal. Dave, wie komme ich drauf? Das 3D-Programm, mit dem ich hier immer die Berechnung mache, das kriegt demnächst ein sogenanntes Photon-Tracing-Modul. Mhm. Und Photon-Tracing heißt das einfach diese Technologie, der mathematische Krams da dahinter, mit dem man diese kaustische Lichtbrechung simulieren kann. Mhm. Und das hat auch endlich mal jemand so implementiert, dass es halt nicht 10 Minuten lang rendert, sondern nur noch Zehntelsekunde. Mhm. Und dann kann ich hier sowas auch versuchen. Mhm. Wie gesagt, dieses Quadrat, da frage ich mich, wieso die da entstehen und bei mir nicht. Gut, ich habe jetzt noch eine Salzrunde gemacht. Aber dir entstehen viele andere sehr interessante Sachen durch dein Vorgehen und wenn du das beibehältst, dann wird es eben sehr typisches von der Sorte sein. Ne? Ja. Ich sehe gerade, dass hier sogar die Schrift auf dem Boden des Glastellers mit drauf ist. Ja. Ja. Ich sag dir, im Weltraum würde das alles so aussehen. Das ist meine Spekulation. Aber als Würfel, nicht als Quader. Mhm. Mhm. Ja. Also wenn das jetzt tieferes Wasser gewesen wäre, könnte sein, dass sich das dann da auch entsprechend... Oh, bitte, Andreas, was ist denn tieferes Wasser? Naja, also das hier sind ja ein paar Millimeter immer so und wenn das jetzt meinetwegen 10 Zentimeter tief ist... Aber das ist doch höheres Wasser. Ja, von der Oberfläche her. Hochwasser. Ja, ist hoch. Dann wäre es ja Hochwasser. Das ist sozusagen das. Das ist so. Jetzt, ich habe gerade Hochbier. Boah, im Schwimmbad ist Wasser tiefe. Hochwasser. Eichstrichmäßig. Tief ins Glas geguckt, sagt man doch. So. Tief ins Glas. Also typisch ist, dass ich dieses hier nicht kontinuierlich nass halte, sondern dass es immer wieder so Schübe gibt, wo ich dann zeitlang bin ich dann wieder dabei. Aber es scheint ja auch die Kartoffel zu konservieren, also die gammelt ja nicht, ne? Trotz des Wassers. Normalerweise wird ja eine Kartoffel mit Feuchtigkeit faulen, also Fäule entwickeln. Das macht sie ja jetzt nicht, weil das Salz sie wahrscheinlich irgendwie konserviert, oder? Aber sie schrumpft ja, doch. Also das, der Vor, also es müsste ja so sein, dass also das das Salz entzieht Wasser und die müsste jetzt immer mehr austrocknen, bis sie dann wie so eine Rosine. Ja. Das wäre gut, wenn das die Technik wäre, um am Ende so einen Salzball übrig zu behalten. Also die Schale schrumpelt jetzt zusammen. Genau. Und am Ende kannst du, und weil da das Keimloch ist, kriegst du das auch raus. Und dann hast du Salzbälle, die du für 8 Millionen Euro das Stück verkaufen kannst. Ja. Ungefähr. Und, ich weiß, es sind nicht genau den Preis. Oder auch wenn es drin bleibt, man schüttelt dann so, ne? Und das ist dann so eigenartig und das ist so antikartoffelig, ne? Dass man sagt, also, das ist ein Naturwunder. Mhm. Künstlich erstellt. Nur noch durch die Kunst genießbar. Nur durch die Kunst genießbar. Ah, da habe ich einen Artikel gefunden, wo irgendein Koch hat eine ganze Gesellschaft, ich weiß nicht, auch in New York oder der hat dann ein 12-gängiges Menü, hat er gekocht, was immer schlimmer wurde, immer ekliger, immer symbolisch. Mal gucken, den Artikel habe ich noch irgendwie, ich glaube, den habe ich mir, habe ich das Link mir gesammelt. Oh. Und das war schon unheimlich. Weil das auch ein Frontalangriff gegen die Kunst wäre, weil die Kunst wäre so, auch so, nicht? Und da ist diese Empörung des Publikums, dass sie da derartig mit dekonstruiert werden. Nicht nur die Speisen werden dekonstruiert und
so dass sie vielleicht essbar sind, aber nicht genießbar. Und sie selber eben auch. Und das den Artikel, den verlinke ich mal. Hm. Genau. Wenn ich es nicht sogar schon habe, kann sein, dass sie das schon haben sogar. Was ich ganz. Ja. Postet hier live. Hm? Ich poste hier live. Birgit, postet ja, ich live. Also, okay. Ich produziere überhaupt keine Salzbälle. Ach so. Ich lasse produzieren. Genau, und dann habe ich schon geguckt, das gibt es übrigens schon, die Marktidee, dass man kann Salzbälle schon bestellen in den Größen XS, S, M, L, XL. Und als Max- und TIFF-Version. Ja. Also, das ist auch nicht neu. Scheiße. Ja, ich dachte, wir kriegen die Webseite finanziert auch noch. Das ist so ein bisschen, dass sich das dann richtig lohnt, wenn die dann erstmal da ist. Kleines Shop, Salzbälle. Vielleicht haben wir auch ein Interesse dann an der geschrumpelten Schale, wenn das so richtig fanatisch abgeht. Aber wir hatten noch ein Verpackungsproblem. Wir hatten echte Verpackungsprobleme. Ja, Verpackung und Transport, ne? Mit wem, mit der, was für ein Kurierdienst? Das musst du mit dem Taxi machen. Aber wo ist denn jetzt die Forschung? Also ja, Kunst und Forschung, Kunst als Forschung und vor allem Kunst. Ja, Trial ist jetzt and alles nicht, Trial nicht and so. Error. Doch. Trial and Error. Machen sich wundern und dann. Ich habe bei Wikipedia mal nachgeforscht, so heißt das dann nachher. Ja, das Thema ist mittlerweile. Die haben mal was in Wikipedia gelesen und die haben dann gesagt, hast du auch die Versionsgeschichte mit berücksichtigt? Genau, das ist wahre Edit Wars. Das ist alternatives Bagger gucken. So. Bagger gucken, wie Bagger gucken. Ja, Männer gucken gerne beim Baggern zu. Wenn ein großes Fahrzeug irgendwie ist und dann wird gebaggert, ne, um es mal so auszudrücken, und dann hier guck. Ich dachte, bei Kranen würden die gerne zugucken. Ja, Bagger zu spät am Baggerloch, das ist der Bagger, der baggert noch. Ja. So geht das. So, da habe ich meine ganze Nacht mit verbracht. Also immer neu. Wir waren 5 oder 6 Leute, etwas angeschickert und haben ununterbrochen dieses Ding da umgeformt. Hörst du den Bagger baggern im Wind? Nicht? Also das ist das Sumpfloch mit seinem Kind und so weiter. Nicht? Also das kann man ewig weitertreiben, wenn man zu mehreren ist und in dieser Stimmung. Das hätte man aufnehmen sollen. Ey. Wir haben die ganze Zeit entweder gegeiert oder gedichtet. Und dadurch so wenig getrunken, dass wir aber auch nicht gereiert haben. Also es war schon mein Krüger ist schuld. War schon Dichtung. Echt, der hat das da in Gang gesetzt mit dem. Das Bodo mit dem Bagger. Oh, meine Kopfhörer sind. Bodo mit dem. Ja, Bagger. Wir machen jetzt auch, glaube ich, langsam mal Schluss, oder was? Sehr schon. Ja, können wir machen. Wieder was, weiß ich. Wann ist der nächste Kunsttalk? Birgit, machst du wieder, oder was? Wo sind wir denn dann terminlich? Ich gucke mal eben auf den Kalender. Oh, Entschuldigung. 28. wäre es. Das ist ja zwischen den Feiertagen. Das können wir ruhig machen, ne? Machen wir am 28. ne? So ein bisschen still vor dem, ne? So? Ja, genau. Brauchen wir ein Thema? Sinnlich. Super, also eben, mich würde das ja mal interessieren, wie jeder von euch diese sozialen Medien, wie zum Beispiel Twitter und die anderen, wie der die so im Einzelnen nutzt. Also dass wir dann so ein bisschen Bildschirmtime machen und sagen, du, ich mache das so und ich mache das so und ich habe beobachtet, der macht das so. Das finde ich spannend. Also Matze sagt ja ganz groß unter seinem Twitter-Profil stehen, dass das irgendwie ein gescheitertes soziales Experiment ist. Es würde mich ja interessieren, wie er zu dieser Schlussfolgerung gekommen ist. Wer nicht zu der Schlussfolgerung kommt, hat Twitter noch nicht richtig benutzt. Genau, nur dass wir so in diesem, ne,
Ganzen. So, weil ich habe dann nämlich auch noch spezielle Fragen, hätte ich dann. Die habe ich mir schon auch notiert und da würde ich dann einfach fragen. Ja. Also wie man Twitter richtig benutzt. Ja, es gibt ja so. Ja, das ist natürlich. Ich gehe immer von oben nach unten und manche gehen immer von unten nach oben. Twitter richtig benutzt heißt am Router oder an der Firewall, wo man hat, die Webseite blockieren. Das ist Twitter richtig benutzt. Die Twitter-Polizei, die kennst du auch. Ne? Twitter ist eigentlich ist schade, dass ich damit angefangen habe, weil ich habe vor Jahren habe ich das gar nicht benutzt. Und jetzt, dann habe ich irgendwann gemerkt, ich muss es umdeklarieren für mich, damit ich es nicht ernst nehme. Ne? Also man darf es auch nicht ernst nehmen. Und dadurch, dass ich das immer wie ein Mantra vor, ich halte das natürlich emotional auch nicht aus, im Sinne von immer so großen Abstand zu haben, wie ich das dann ab und zu, aber sozusagen sich immer vor Augen zu halten, dass es nur virtueller Schwachsinn ist, der da passiert und dass 2% der Bundesbürger das überhaupt nur benutzen. Und dass da nicht, das eigentlich nicht gut ist, was da sozusagen stimmungstechnisch passiert, die ganze Zeit. Und das ist halt, wenn man sich das vor Augen hält, kann man da sagen, okay, ich kann es nicht verbessern, weil das funktioniert sowieso nicht. Dann kann ich es aber wenigstens so schlecht machen, ja, dass es auffällt, dass es scheiße ist. Also das heißt, so muss ich die ganzen Tweets, die du letztens so losgelassen hast, so muss ich die sozusagen neu lesen. Ja, ja. Ja, ja, also im Sinne von, was man nicht ändern kann, muss man beschleunigen, damit es schneller vorbeigeht. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Das ist der Tonsteine scherben. Ja, kaputt machen, also das, aber wie gesagt, das ist kaputt, ne? Das ist schon kaputt. Das wissen nur noch nicht alle. Na doch, 2%, ja, also 98%. Also, ja. Aber da geht es um 1 bis 2 tägliche Nutzer, ne? Um die Zahl mal einzuordnen, 2%. Es gibt Accounts, gibt es mehr in Deutschland. Aber wer es wirklich aktiv nutzt, mit alle 1 bis 2 Tage, sind nur 2% ungefähr. Und da ist das ja ein ganz schön elitäres Medium. Ja, ja, vor allen Dingen ist es voll mit Verrückten und dazwischen alle Politiker und alle Journalisten. Das ist, glaube ich, das Bedenkliche dabei. Ja, genau, Mann. Die Verrückten behalten wir und die anderen, die können. Ja. Es gibt aber ja dazu noch Social Media ist ja mehr als Twitter. Da ist ja Facebook und was, Instagram und weißt du gar nicht, TikTok und. Aber das benutze ich alles gar nicht. Also so, ich habe halt. Wie gesagt, Facebook mache ich auch nichts mehr. Ja, ist bei Twitter halt wirklich schade, dass ich angefangen habe, weil es halt wirklich auch eine gewisse Suchtpotenzial halt hat, ne? Ja, eindeutig. Das ist so. Und wenn man dann sagt, ich mache mal heute nichts, irgendwie ist dann doch wie ein Automatismus, dass man dann doch mal guckt. Und eigentlich ist das nicht gut, was hier passiert. Also, dass das so, wie das passiert, wie hier auch miteinander gesprochen wird die ganze Zeit. So auf welchem Level immer so, ist eigentlich immer so ein bisschen pro kontra die ganze Zeit und so sind wir polarisierend hier, ja, und so sind wir hier ja jetzt in der Runde ja auch nicht unterwegs, weißt du, wir würden ja mal gucken, ja, ich sehe das ganz vorsichtig mal vielleicht ein bisschen anders, aber es ist ja nie, ne, ist ja immer Fusion und nicht nur, also dieses, wir haben ja die Synthese hier die ganze Zeit am Werkel und nicht nur These und Antithese. Hat Tastenschwenkers lange Threads da in der letzten Zeit. Die waren ja sozusagen Ware, das war ja Polymerisation sozusagen. Das war ja der nie endende Angelfaden. Ja, ich hatte ja gestern Abend so ein bisschen, habe ich ja so ein bisschen mal die, erzähle ich aber auch, ich bin ja auch hochredundant auf Twitter. Ich erzähle ja immer den gleichen Scheiß. Ne? Das ist, man hat ja auch nicht mehr so viel Neues. Aber weil da ja auch immer das Gleiche passiert, reagiere ich immer auf die gleiche Weise. Also, Das wäre total schön, dass wir uns dann nächstes Mal vorstellen, 28.12., ne, dann auch kurz zu erläutern, wie wir immer auf Twitter reagieren. Das würde ich auch unterstreichen. Ich habe da auch so eine gewisse Einfältigkeit im Reagieren. Und dann könnten wir uns gegenseitig so eine kleine Rückmeldung geben. Probier es doch mal damit. Ja.
Du, mit ein paar, mit ein paar Leuten. Du hast Twitter-Togal. TTT ist das. Das ist Twitter. Und dann wirkt das auch nicht mehr so eingezwängt oder so zwanghaft oder so irgendwie so pathologisierend, sondern dann haben wir da so wirklich den spielerischen, öffnenden, coolen Drive. Und dann können wir irgendwie nach einem halben Jahr oder so nochmal so ein Treffen machen und können reflektieren, was hat das überhaupt gebracht? Hat mein Twitter-Verhalten sich dadurch verändert? Habe ich neue Freunde gewonnen? Sind andere abgesprungen? Wie hat es sich auf mein Profil bemerkbar gemacht? Und. Ich fände das echt spannend, weil das würde mich interessieren. Ich fände das auch eine lustige Sache, weil man könnte das dann auch schön irgendwie schnell durch Bildschirm teilen. Das wäre so gleichberechtigt. Also weil jeder, das sieht ja dann einfach vom Format her gleich aus im Twitter. Es ist ja egal, wer das tweetet. Jeder hat ja da genau die gleich vielen Buchstaben und Zeichen zur Verfügung. Und egal, wer dann den Bildschirm teilen würde, das hätte sowas, so wirklich so ein bisschen was Gleichberechtigtes, fände ich. Also es hat auch was Zukunftsweisendes, ne? Was Zukunftsweisendes, wenn man sozusagen den SMS anguckt, ne? Sozusagen, der ist schon sein eigener Bot, nicht? Also der haut ja auch teilweise, also serienweise, da Tweets raus, die er sozusagen auf der Abschlussrampe hat und dann, nicht? Also so Also das ist die 300.000 voll oder was? Schießen. 300.000 Tweets hat er dir jetzt voll oder was? Keine Ahnung, der braucht ja gar nichts mehr sagen. Der braucht ja nur noch immer irgendwie in den Grabbeltisch seiner Tweets greifen und einmal so ausstreuen. Die Leute denken sich da was bei. Großes Gegacker, wird also ganz viel neuer Stoff produziert. Und er kann so sitzen und das entweder genießen oder Kaffee trinken gehen. Und ab und zu mal jemanden einladen, wo er dann irgendwie auf Langstrecke macht. Und so. Ja, da landen wir dann auch, wenn wir so erstmal eingesehen haben, dass wir sowieso immer den gleichen Kram reden. manchmal ist auch, ich war hier. Da können wir uns die Langstrecke sparen, da können wir gleich sagen, hier die Zusammenfassung schicken und ich mache dann in 10 Minuten mit Filterraum, haue ich die rein mit irgendwie noch einer Untermalung, so einer Hintergrundmusik oder Untergrundmusik oder Vordergrundmusik. Machen wir schnell die Zusammenfassung der Woche. Der 2 Wochen, das wäre doch so optimal. Das ist so wie Salzkonzentrat und Trockenwasser. Ne? Also das heißt also... Es gibt ja auch Trockeneis. Wir könnten auch noch mal eine Serie zu Trockeneis machen. Das würde mich auch sehr, sehr interessieren. Trockeneis und Nebelmaschine. Und was mich auch noch interessieren würde, wäre, was wird passieren, und das werde ich auch echt probieren, wenn man in die Salzlake Kunstdünger gibt. Wichtig ist, ich habe das heute nochmal gehört bei einem anderen Künstler, dass man so viel wie möglich seinen Interessen auf breiter Fläche nachgeht, damit man bloß nie zu irgendwas Besonderem kommt, sondern immer das Gefühl hat, man geht allem nach und man löst sich auf in Nirvana. Da hast du was falsch verstanden, Michael. Doch, man mindestens 16 Projekte gleichzeitig, oder wie war das? Ja, aber das ist ja so ein Sample. Ne? Also der eine hat ein Sample, der haut immer die gleichen Wölfe raus und dann gibt es also ein Sample, wo das dann also irgendwie sozusagen etwas weiter zusammengesucht ist. Also, ne? Also findet man dann ja auch nicht, das aber von weit her. Aber das ist ja gerade gut. Ja. Aber wenn irgendwie so Gruppen oder Bands, also ich spreche jetzt von Musik oder Konzerte, wenn die auf Tournee gehen, dann spielen die doch auch immer das gleiche Programm. Das stimmt, ich kenne das. Siehst du, Matze, du kannst es bestätigen. Das habe ich mir ja nie ausgedacht. Das entspricht der Realität. Im Jahr 1995 haben wir, glaube ich, die meisten Konzerte gemacht. Das waren in einem Jahr 100. Du spielst also jeden dritten Tag, stehst du auf der Bühne. Und spielt immer die, also immer ähnliche, natürlich immer die gleichen Titel, war ein anderes Set, aber immer den gleichen Scheiß. Das ist irgendwann natürlich auch. Jürgen Dreves, das singt wie lange. Also alle Zatz oder Roy Black mit weißen Rosen oder was das war. Oder ein Bett im Kornfeld. Wie lange hat er das gesungen?
Ah, der lebt, glaube ich, noch. Der singt das immer noch. Der singt das, also singt das angeblich mit wachsender Begeisterung. Ja, was dann ganz schön ist, wenn am Anfang, ne, wenn die Titel neu sind und man jetzt vielleicht am Instrument auch nochmal gucken muss, aber irgendwann ist ja auch die Band sozusagen so eingegroovt nach 5 bis 10 Konzerten, dass du dann, dann kannst eher gucken, dass die Show gut funktioniert, ne? Ja. So, und musst du, der Rest ist Blut, es läuft, der vergisst keinen Ablauf oder irgendwas, ne? Und so. Das Problem hast du aber auch, wenn du ein Virtuos an einem Instrument werden willst, dann hast du das ja auch. Du musst es ja auch bis zum Kotzen immer dieselben Mühlen drehen und immer wieder bis zum Abbrechen. Ja, entweder du bist Supergenie, das gibt es aber nur wahrscheinlich ganz, ganz selten. Nein, dieser Genie-Kult, das ist vorbei. Lass mal zu Ende reden, ja, auch mal andere, lass auch mal andere Leute. Das ist also echt vorbei, also wirklich. Also das kannst du echt nicht mehr sagen. Er wollte doch was ganz anderes sagen. Genie hat ja eine ganz andere Bedeutung. Es ging auch um das Üben, ne? Oder ich halte jetzt den Mund, also damit jetzt. Arbeiten also, ich war durch jetzt. Matthias, nein, ich habe es jetzt nicht gehört, womit du durch warst. Das ist gemein. Birgit wusste ja, was ich sagen will, deswegen hat sie ja weitergemacht. Oh, Gruppendynamik eingeschnappt sein. Ja, genau. Wer ist eingeschnappt? Na, wer wohl? Nein, es gibt ja nur ganz wenige und wahrscheinlich sind die dann auch Genie sind, Kinski. Das sind wieder diejenigen, die sich totproben, quasi, ne? Ja. Der vielleicht von sich aus eigentlich könnte, wo man sagen würde, okay, eigentlich kann er auch mal, ne, sich vergessen im Spiel, aber der hat das wohl dann, aber damit er das konnte, sich zu vergessen, musste er ja die andere Figur erstmal in sich aufnehmen. Und das scheint er durch viel Üben gemacht zu haben. Auch. Mhm. Wie bei meinem Salz, nicht? Wenn man so oberflächlich guckt, wird man sagen, ja. Das habe ich wieder gewusst, dass Andreas das wieder auf sich bezieht und sein Salz. Das habe ich gewusst. Ja, eben nicht auf mich, sondern das Salz ist ja sozusagen gegenüber ein Kontrahent. Ich gehe gleich nochmal in den Keller und dann zeige ich euch ein Projekt von vor 10 Jahren. Ja, ich habe noch, ich kann ziemlich weit runtergehen. Die Burger pocht jetzt auf Verlängerung. Nein, ich poche auf gar nichts. Also wir haben das ja schon gemeinsam festgelegt, dass wir am 28.12. uns wieder um 19 Uhr in dieser Zusammensetzung sagen. Ja, das überlege ich mir noch. Zusammenfinden, um gemeinsam thematisch zu eruieren, über welches Issue finde ich ganz gut. Also Issue, nicht Thema, nicht Problem, Issue. Ja. Was heißt denn Issue? Also ich bin ja ganz schlecht im Englischen. Ereignis irgendwie. Ereignis. Oder was? Ja. Event ist ein Ereignis. Wir könnten ja auch sagen Herausforderung. Welche paar Herausforderungen wir dann wieder besprechen möchten, die sich uns in naher Zukunft stellen. Ich habe noch ein schönes Video. Darf ich das mal abspielen? Ja, danke. Na los. So. Wenn es kurzweilig ist und mir gefällt, dann kannst du abspielen. Genau. Umfrage. Ist auch nur 42 Sekunden. Ihr müsst aber richtig aufmerksam zuhören. Oh Gott. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich von der neueren Literatur sehr wenig kenne und von Kritik und dergleichen fast gar nichts. Ich sehe natürlich durchaus ein, dass die Poesie wie jede wahrhaft hohe, schöne, ohne weiteres von einer Schar von Verschnittenen umgeben sein muss. Aber ich kann mich damit nicht befassen, denn ich habe sehr wenig Zeit. Ich bin meiner Arbeitskraft ernsteren Dingen schuldig. Das mag arrogant und überheblich klingen. Aber wenn ich Ihnen sage, dass ich, obwohl meine literarische Bildung verhältnismäßig umfassend zumindest, dass ich dennoch nach meinem Urteil vielleicht 10% von dem kenne, was ich gelesen haben müsste, dann werden Sie sehen, dass es gar nicht arrogant und übertrieben ist, sondern dass ich wirklich so viel zu tun habe, an den alten großen Mustern zu lernen, dass ich damit so viel zu tun habe, dass ich einfach für anderes keine Zeit mehr finde. Genial. Also, hast deine Lesephase, dann bist du durch und dann verarbeiten. Bloß nicht ablenken lassen, nicht tausende Dinge und Wasser halt gucken kannst und so. Ganz neumodisch Dreck. Alles weglassen. Ja, das ist ja so. Heute ist das ja noch, also ist ja Notdurft, nicht
also abweisen ist ja heute sozusagen Überlebenstechnik. Das kriegst du ja gar nicht mehr. Wie viel Seiten werden pro Tag veröffentlicht? Also ja. Pro Tag weltweit in deinem engen Fachgebiet. Oder also ich habe heute irgendwie sowas gefunden, Spotify, wie viel Millionen, 62 Millionen oder sowas. Heute veröffentlicht oder was? Titel. Ja, ja. Mhm. Das war so ein junger, ganz netter Typ, der irgendwie gesagt hat, brauche ich gar nicht erst anfangen. Ne? Ja, ja. Genau. So definiert sich das Lokale dann. Mhm. Das Lokal ist sozusagen Leben in einer kleinen bis mittleren Reichweite oder ohne und oder die so Nische weiter. Allgemein, ne? Ja, auch die Nische, dass du so spezialisierst. Eigentlich brauchst du ja nur jede halbe Stunde mal nur kurz vom Luhmann zu reden, dann bist du schon speziell genug. Eine Ahnung hast du oder nicht, ist eigentlich auch egal. Hauptsache du erzählst mal irgendwas von Luhmann und so und dann sind die meisten schon so. Ich mache ja viel mit Hörbuch und Podcast. Mhm. Und die normalen Podcasts, die dann so wirklich Gespräche sind, also nicht so Radio-Features, ne? Die sind ja schon relativ dicht inhaltlich oftmals. Ja. Doppelte Geschwindigkeit. Mhm. Gewöhnt man Wobei sich, jetzt hier zwischen SM und SMS und Zirkumvexa, das ist so relativ dünn, ne? Aber es macht total, ich fand es total schön, das so zuzuhören. Also es gibt eben auch so eine ästhetische Qualität manchmal. Und die Atmosphäre dann, dass man da, die Atmosphäre geht verloren, nur so schnell auf anderthalb Ja, also es hängt dann wirklich von der Sache ab, ne? Wenn es halt einfach nur ein Gespräch über die gestrige Tagespolitik oder was auch immer ist, ne? Ja. Dann kann ich das auch von einer Stunde auf eine halbe Stunde komprimieren. Das mache ich bei Adorno oder so auch. Den höre ich mal auch nicht, das dauert alles viel zu lange. Wilhelm Busch sowieso. Kant auf vierfache Kant habe ich gleich umachtfach gemacht. Kant vierfach, Hegel achtfach. Ja, ohne Fußnoten. Ohne Fußnoten. Warum redet der Onkel Heidegger so lang? Aber es gibt Moby Dick, nicht? Den gibt es als Hörbuch auch. Und das ist wiederum sehr schön, weil der liest ja auch dann sozusagen diese ganzen langen Informationsteile, nicht? Wo da so tatsächlich sogar Statistiken sind oder wofür ist der Walfang eigentlich überhaupt da? Und da ist ja richtig belehrende Teile drin. Ne? Ich habe es jetzt. Ich habe jetzt die innovative Idee. Wir machen nächstes Mal ein Hörspiel zum Salzkriegen. Wie willst du überhaupt so langsam sprechen? Wir können auch einen Kunsttalk in doppelter Geschwindigkeit machen. Ja, genau. Nee, ein halber ist das echt. In doppelter Geschwindigkeit. Und dann kann man es in doppelter Geschwindigkeit in Normalgeschwindigkeit hören. Das wäre dann aber assoziatives Sprechen, nicht? Also so schnell kannst du dann nicht mehr einen großen Abdenken. Dann wirst du sozusagen freudianisch. Wir können dann also sozusagen uns auf die Couch legen und uns allen, jeder redet mit doppelter Geschwindigkeit. Was auch gut ist, Matze, ist so in 0,5-facher Geschwindigkeit sich das anzuhören. Dann habe ich so das Gefühl, als ob die so besoffen wären oder so gerade so einen Schlaganfall im Gehirn hatten und sich gerade wieder so sammeln. Ich habe aus Spaß mal so ein bisschen probiert, wie man besoffen, es gab ja von Nancy Pelosi, glaube ich, ne? Von der gab es so ein auf besoffen gemachtes Video. Mhm. Die hatte ist ja sowieso ein bisschen älter, ein bisschen und dadurch eine Aussprache ein bisschen undeutlicher und dann hatte jemand noch man gibt da nur einen ganz kleinen Schuss rauf. Also man lässt quasi die Geschwindigkeit, brauchst du nur nicht ein- oder zweifach, sondern nur 0,9 und 1,1-fach. Mhm. Da so ein bisschen zwischen arbeiten lassen. Das ist das, was Besoffensein ausmacht. Sprechen. Ja. Man kann auch männliche Stimmen in weibliche und umgekehrt umwandeln. Also man braucht nur entsprechend an den Reglern spielen. Pitchen. Na, ich mache da hier meine Kugel. Das finde ich gut. Das klingt wie Tischtennis spielen.
Schweine und Tweety da. Meine Zwitschervögel da. Das ist im Prinzip total lustig, weil meine eigene Stimme hören, also ich höre hier die Sachen, mache ich jetzt nicht so gerne, ist halt so. Ne? Das, aber, also ich bin davon noch nicht abgeschreckt. Aber wenn ich hier Schweine und Tweety, ich nehme das ja auf und höre es dann gleich gepitcht. So danach. Und da ist so, das ist so fremd von mir, dass ich wirklich total, wirklich hier davor sitze, es aufnehme und hinterher sofort drüber lachen kann. Das ist natürlich ein total guter Zustand, weil ich mir den selbst verschaffen kann. Ne? Ja. Aber so dieses Kindliche und so, oh. Und dann ist es halt, oh, guck mal da, guck mal hier. Zack. Ich kann heute aber auch nicht richtig ernst sein. Aber wenn ich wirklich einen total genialen Input, jetzt sage ich auch schon genial, weil wir das hatten, genialen Input bringen wollte, muss ich mich schon totlachen. Ich, tja, selbst überholt. Ja, und da ist jetzt, mache ich da ja so ein bisschen auf Sesamstraßen-Stilistik, ein bisschen, also kindgerecht und trotzdem was für Erwachsene dabei. Also ein Erwachsenenthema sozusagen einschleifen und aber trotzdem so eine Kinderattitüde mit dabei zu haben. Das ist nämlich, kommt irgendwie, wirkt das ganz gut. Das ist so ein bisschen Bibo in Ganzkörpermaske. So, Tweety und Schweine sind ja nur in der hier die Angry Birds Viecher, ne? Ich würde sie jetzt, der nächste Trailer oder Clip für Sonntag wird ein Silvester-Weihnachtstrailer. Inhaltlich ist ja schon klar, was passiert. Und sie haben ja beide Kugelformen und es liegt natürlich sie nahe, sie auch ein bisschen in Weihnachtskugeln, Weihnachtsbaumkugeln zu verwandeln. Oh, Birgit, du hast mir so ein geiles Bild vom Weihnachtsbaum geschickt. Ja, kannst mal sehen. Ja, das fand ich ja genial. Dieser Weihnachtsbaum ohne Baum. Nur schlecht fotografiert. Ja, da waren einfach so Seile und Kugeln da dran gehangen und die Form dann vom Weihnachtsbaum, also von einem, von einer Dreieck halt. Hier steht immer, dass ich zum Aktivlautsprecher wechseln soll. Wie geht das denn? Ich drücke da mal drauf, was passiert. Nein, mach das nicht. Ist es jetzt anders? Du nicht, sondern du siehst jetzt aus wie ein Aktivlautsprecher. Darkstar. Ja. Rede mit der Bombe über Philosophie. Also wollten wir nicht schon vor einer halben Stunde aufhören? Ja, ich lege jetzt auf. Wir melden uns. Wir telefonieren doch. Ist so schön, jetzt sind wir ja schon in dem Zustand, dass wir nur noch so miteinander rumhängen. Das muss man auch mal erlebt haben, internetmäßig so. Kann man jetzt so erzählen. Skeptiker zum Beispiel, die sagen, also alles kann ich mir vorstellen, dass man sich im Internet so gehen lässt, so rumhängt. Wow, das ist ja so. Oh, die habe ich schon mal. Oh, die ist ja nett. So, die treffen sich an der Laterne und was sagen die? Nee, Laterne, das ist ja, ich bin ja dabei, eine Wunderkerze zu basteln. Lass mal kurz ein Bild machen. Ah. Oh. So, also, da will ich, gleich kommen noch mehr, dann sieht es echter aus. Sekunde. Das ist jetzt schon super. Ich glaube, es kommt noch eine Szene, wo es besser geht. Hängst du den Baum dann noch mit den Figuren voll? Also die Idee ist, es wird folgendermaßen laufen. Hier muss ich mal dunkel machen. Ja, Intensität runter. Also, Szene wird sein, rückwärts zählen. 10, 9, 8, ne, so dass man sie hört und auch ein bisschen mehr sieht als jetzt. Wunderkerze. Und dann bei 0 ist aber nicht Silvester, sondern Weihnachten. Das ist schon infantil, oder? Doch, fertig. Also, mehr braucht es halt einfach nicht. So, man muss auch diesen infantilen Humor mögen. So. Wie kommt man von Silvester wieder zurück unter den Tannenbaum? Mit der richtigen Ich habe noch eine Frage, wieso hat das kleine Schwarze, wieso hat das denn so ein Krönchen auf? Oder ist das gar kein Krönchen? Haare, doch, so das ist so eine Krone irgendwie. Du, ich habe das Modell, ist das von Angry Birds, ne, sind das die Dinger? Ich habe die ja nicht gebaut, die sind da geklaut quasi. Sendest du dann, also gibst du dann aus und dann
Oder ärgert sich keiner drüber oder? Die gibt's, ja, gibt's auch zum Kauf, zum Download und so und dann, aber du, das ist, kriegt keiner mit. Wenn sich jemand Ach beschweren so. würde, müsste ich was machen, aber ist halt nicht. Ja, und hier will ich jetzt Also das verschickst Stand. du als Newsletter oder wie? Nee, das kommt bei Twitter und der, das läuft immer, macht immer Werbung für einen Podcast, der Sonntagabend läuft und das teilt dann jemand und dann wird es auch, weiß ich, tausendmal gesehen oder so in der Größenordnung. Also, okay. Also nicht mehr. Habe ich das schon mal gesehen, weil, oder ich habe noch nicht drauf, ich bin ja so dumm, da nicht drauf zu achten. So. So, Naja, ein muss Baum man nicht. hier ist hier irgendwie. Hast du einen Hashtag da für die? Also Tweety und Schweine hier, aber ich habe das nicht regelmäßig durchgezogen. Ja. Aber man kann halt meine, sag ich mal, wenn man meine Medienbibliothek, ich glaube, man kann das auch bei Twitter durchsuchen, dann findet man da halt regelmäßig Sachen. Naja. Ah ja, und das ist da halt das Ding für Sonntag. Das würde, denn wenn du veröffentlichst, dann ohne, denn so. Weil es soll ja doch schon noch. Es gibt nämlich zwei Leute, die das denn, die das so gut finden, dass sie da alles verfolgen. Und denen würde ich das denn noch als kleine Überraschung lassen. Und die würden, ist ja jetzt unwahrscheinlich, dass sie hier diesen Kunsttalk hören. Und deswegen das Das ist ja Weihnachtsbedingt. süß. Ja. Angeblich haben wir aktuell die ganze Zeit einen Zuschauer. Ich glaube, da bin ich selber. Genau. Das ist doch schön. Da haben wir auch keine Streitereien mit anderen. Wir können Umfragen machen und sind selber nur Genau. berechtigt zum Mach doch mal, mach mal eine Abstimmen. Umfrage. Ja. Ja. Wir haben Für das, wir haben da damals eine Umfrage drei Teilnehmer. Zack. gemacht. Alter, das Aber ging die ja darf nicht so schnell. kompliziert sein, die Umfrage. Die darf höchstens mit Ja und Nein sein. Dann kannst du ja einen Poll machen auf Twitter. Irgendwie. Oder, Nein, ja, ich will genau. das ja nicht wissen. Was? Du hast gesagt, du wolltest eine Umfrage. Nein, ich wollte keine Umfrage. Ich zeige dir das. Machst du, aber das können wir ja mal live machen. Du machst eine Umfrage, die läuft aber nur 3 Minuten oder so, ganz kurz. Ja. Wir klicken die an. Das gibt natürlich über die Zeit eine super Quote. So nach dem Motto, wenn die Umfrage eine Stunde gelaufen wäre, hätten wir 10.000 Teilnehmer gehabt. So sind es aber nur 3 Stunden. Ja. 3 Stück. 3 Stück. Und das ist natürlich ziemlich repräsentativ dann auch. Das finde ich auch. Das ist Wenn es, ultra ja, repräsentativ. Und ich meine, wir das ist hatten auch pro nicht Stunde hatten wir gemogelt oder drei. sonst irgendwas. Das kann jeder so absolut verfolgen, live. Ne? Das ist so richtig live und sieht auch, wie das tickert und klickert und so. Und da ist nichts manipuliert oder irgendwie. Ne? Das ist dann richtig echt live. Das Wie könnte die man ja. Jury damals Stanislaw Lem Festival. Das ist Ja. schon interessant. Das, Das ist schon wie ein aber Komitee. das wäre so nach dem Motto, wie so, man trifft sich mal und macht so ein bisschen Telefonstreich, Twitterstreich. Wir sind hier im Kunsttalk, aus Spaß dann, und twittern immer zu dritt quasi, machen, triggern irgendwelche Leute an, SMS zum Beispiel. Und machen dann die Reaktion, weißt du, dann alle 3 Jahre hauen wir alle drauf. Ja, die Birgit hat da auch ihre Twitter-Methode. Man muss einfach mal tausende Leute da Ja, erwähnen genau. und dann sagst du, wir haben über dich geredet. Hier Weißt du ist ein was? Weißt du Kunsttalk. was? Jetzt kann ich das mit der Lars Fischer, der ist Sprecher aktuell im Flausch. Und bei Flausch kannst du dich anmelden, da sind zurzeit 23 weitere Zuhörer. Ne? Der ist in einer Konkurrenzveranstaltung. Der ist Ach hier im so. Flausch. Der Host ist Junimond und Sprecher ist AJ Berlin und Machen N-Sprecher und Lars Fischer. So, Und Van Boy so. Sprecher. Ist auch So, Twitter so. gerade aktuell. Da kannst du immer so ein Mikrofon nicht zuschalten, Also, habe ich noch nicht ja. gemacht. Aber ich kann es mir anhören. Soll ich es mir anhören? Die Spaces, die Twitter Spaces, ja, da ist einiges irgendwie. Ja, da macht er gerade so einen Twitter-Space. Das ist doch, weißt du, das da, ne, verhindert, ey. Wir können jetzt nebenher auch noch einen Nein, Twitter-Space er hat aufmachen, gesagt, da ne? ist ihm was in seine Zeitplanung gekommen. Oh, Ich jetzt weiß ist er jetzt nicht, wie Co-Host. das. Jetzt ist er Co-Host. Jetzt ist er Co-Host. Bei Aha. Flausch. Jetzt ist er Ah. Co-Host. Ja, dann lass ihn, dann haben wir doch wenigstens einmal kurz für ein paar Sekunden drin, also ganz zum Schluss.
Genau. Mach mal. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Beim Zuhören auf Twitter. Ich glaub, da muss man einfach nur draufklicken, glaube ich, dann kommt sofort das Gespräch zu hören. Als Teilnehmer müsste man sowieso beantragen. Das unheimlich effektiv funktioniert, wenn hier mal wirklich doof kommt, ich bin fast ein. Hier kurz antauchen. Sie kam einmal an, also das war von einem Kollegen, und meinte dann nach so ein bisschen kraulen, sie müsste jetzt mal beißen. Darauf bin ich dann einmal so kurz. Ah ja. Tut sie sofort auf 2 Meter weg gewesen. Habe ich den letzten Tag ignoriert. Aber seitdem bin ich ihre beste Freundin und der beste Mensch überhaupt, der zu Besuch kommt. Was? Ist das Supervision, machen die da, ja, oder was? Die funktionieren also. Die ich will sagen, ich kenne über Katzen. Das verstehen sie sehr gut. Also hier, ich bin jetzt gerade Chef. Ist ein bisschen aggressiv, aber fand ich nicht nachhaltig zu schaden. Und die sind danach bei mir immer echte Sahneskitzel gewesen. Ich habe meine Katzen auch schon angefaucht. Süße Katzen. Also mit sehr gemischten Ergebnissen. Wenn du mich jetzt da nochmal was sagen darf, von den Katzen erzählen und anfangen. Ist das öffentlich oder was? Das ist ja auf Twitter. Also, ich gehe da jetzt nach Hause. Ich bin da immer neben dem Lars. Ja. Siehst du das mit also, da oben? Also, Andreas? Ich finde das von der. Von der Qualität her nicht viel besser, als was wir so machen. Das ist jetzt aber auch dem Telefon geschuldet. Ja, dann geht's. Inhaltliche. Ja, aber da gibt es ja Tausende jetzt parallel von. Ach so. Und, aber nicht, wenn also, Lars Fischer bei ist. Ich weiß ja gar nicht, wer Lars Fischer ist. Also, ich meine, die Party, wo der hingegangen ist, gut, das sind ein paar Leute mehr. Ja. Und das Reden über Katzen. Ja, aber das sind die sogenannten Spaces. Und im Prinzip ist das wie ein öffentliches Gespräch, als wenn man sich irgendwo in eine Kneipe trippt, aber jeder kann mal reinkommen und mithören und wenn man was sagen will, dann kann man das auch wie Hand hochhalten und dann kann einen derjenige, der das aufgemacht hat oder wie auch immer das moderationstechnisch, aber ist so ein Klick und du hörst sofort was. Wo ist denn der Arik jetzt? Der hatte so schöne Einspieler gemacht. Tja, Leute. Ja, und dann... Also ich bitte darum, nächstes Mal bitte, also bist du wieder Host, Birgit? Das weiß ich nicht. Ne, na klar. Ich weiß dann nicht, ob ich dann am 28. in, also von meinem PC sitze. Das denke ich mal nicht. Ich glaube, es wird weiterhin dieser provisorische Zustand bleiben. Ich dachte, du hast doch mal einen Termin genannt, wo ihr dann wieder zurück seid. Und das war doch irgendwie was mit 17. 18. Ja, genau. Aber dann muss ich ja wieder weiter auf Reisen. Hier, wir haben übrigens im Chat 2 Nachrichten. Wer guckt denn auf den Chat? Ich habe ja denn das Bild, habe ich ja eben eingespielt vom Arik. Mit der Oma da, die mit ihrem Dealer da irgendwas hat. Ach, das war das. Das war vom Arik. Aber da steht drauf, ich mag Aspartam. Das ist davor, weit davor. Also, siehst du, wenn wir die Aufgaben nicht richtig verteilen, das ist alles, dann geht das, läuft das alles durcheinander. Dann wird das wild und dann ist das nicht mehr so gut in Ordnung. Also bevor wir jetzt noch von Katzen reden oder was, worüber können wir sonst noch reden? Salz. Also auf keinen Fall Katzen. Und Salz ist für heute aus. Ja. Und Twitter-Versuche machen wir dann eben am 28. Ja, genau. Dann werde ich euch mein Geheimnis verraten, mein Twitter-Geheimnis. Wie ich wie man Twitter richtig macht. Genau. Und Matze, darf ich bitte so einen kleinen, ich hätte so gerne so eine Weihnachtsüberraschung mit dem Zählen. 10, 9, 8. Ja, die kommt ja. 7, ja, die kommt ja 6, sowieso am Sonntag. 5, 4, 3, 2, 1. Dann sage ich schon mal frohe Weihnachten oder was? Ja. Wir melden uns. Ja, frohe Weihnachten.